Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, dem österreichischen Lauf-Podcast. Ihr wisst, wo ihr uns verfolgt. Wenn nicht, ich erzähle es euch natürlich wieder einmal. Und zwar, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf TikTok, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns im Web, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns vielleicht, wenn jemand einen Undercover-Account von uns erstellt hat, auch auf OnlyFans. Aber wenn ja, sagt uns bitte Bescheid und sagt uns, welchen Content, das ihr von uns dort gefunden habt. Ihr findet uns auf Strava. Da könnt ihr uns überall folgen und ihr könnt uns auf Patreon und Steady Geld zuwerfen. Ihr könnt uns auf Spotify und iTunes bewerten und Reviews schreiben kann man auch dort und da im Internet. Also im Internet gibt es total viel, was man machen kann. Macht das alles und zwar am besten jetzt. Weil je mehr, dass ihr das tut, desto mehr Menschen kriegen das ganze Zeug durch diverseste, nicht durchschaubare Algorithmen in die Timeline gespült. Und dann so beim 7. bis 18. Mal denken sich Menschen, naja, wenn die Algorithmen schon sagen, dass ich mir das anhören muss, dann tue ich es halt auch mal. Und genau das ist unser Ziel. Weil wir wollen reich und berühmt werden. Sucht euch aus, was wichtiger ist. Also, mir ist wurscht. Aber damit ihr jetzt nicht nur mein Gesabbel die nächsten 60 Minuten hören müsst, würde ich sagen, ich bin auch dieses Mal nicht alleine. Aber im Gegensatz zu sonst, wo es jetzt sagen wird, es ist auch der andere da, also der Flo, der ist dieses Mal nicht da, sondern ich habe mir jemanden geholt, die viel vielseitiger ist und die ihr noch nicht kennt und die ihr aber kennen solltet und die etwas tut und für später schon mal das Notiz, die einen der besten Gründe hat, warum man Triathlon nicht hundertprozentig abblendend entgegenstehen muss. Sag jetzt nochmal. Aber damit ich euch nicht länger auf die Folter spanne, darf ich begrüßen die Katja von der Burg. Grüß dich. Servus. Ich glaube, das war eine der lustigsten Vorstellungen jemals. Danke dafür. Vielen Dank fürs Kommen. Ich würde jetzt einmal so ganz kurz zusammenfassen, warum man dich aus verschiedensten Dingen und Lebenswelten kennen könnte. Die einen vielleicht, weil du Essex Frontrunnerin bist, schon seit ein paar Jahren. Mhm. Andere, weil du seit 2008 eine Firma gegründet hast, Projector heißt die, glaube ich. Ja. Mit a lot of stuff mittlerweile, die alles rund um Online-Marketing tut. Also so, hallo liebe Agentur, dort ist das Internet, ich habe ein Problem, bitte helfen. Genau. Also so, ich glaube so, das ist ungefähr der Auftrag und ihr sagt dann, okay, willkommen, wir haben nicht mehr 1980 hier Internet, Social Media Kanäle, Dinge machen und Marke aufbauen, kann Blödsinn machen. So in die Richtung. GeoCities ist tot. Ja, so oder so ähnlich. Passt gut. Also kenn ich gut diese Agenturen, die mehr Unternehmen brauchen würden als engagieren. Also viele versuchen selbst schlau zu sein und die meisten scheitern grandios. Dann gibt es Menschen, die dich kennen vom Twitter-Lauftreff, vom TAR. Du hast den TAR dreimal gemacht, du hast den Rennsteiglauf, glaube ich, hast du ein 10-Jahres-Abo, damit du irgendwann einmal die Ehrenmedaille kriegst. Du hast Langdistanzen schon gemacht, du hast die Zugspitze gemacht, kürzer und auch dieses Jahr war es, glaube ich, die Langdistanz, also die 100 Kilometer mit irgendwas 1000 Höhenmeter. Und du machst auch dann und wann diverseste Abenteuer selbst gestrickt, würde ich jetzt einmal behaupten. Also sowas wie 10 Marathons in 10 Tagen von London nach Paris oder fahren wir mal mit der Familie und dem Radl am Gardasee. Ja. Wo von Deutschland aus, also nicht von vom Nachbarort, sondern nicht von Riva nach Limone. Genau. Also es gibt vielerlei Orte, wo man dich treffen
könnte. Ja. Oder warum man dich schon mal irgendwo online oder auch tatsächlich getroffen haben könnte. Meine Einstiegsfrage wäre ja, wann ging der ganze Wahnsinn los? Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich vorhin auch schon überlegt. Ich glaube, irgendwie vor 11 oder 12 Jahren habe ich mit dem Laufen angefangen. Und zwar eigentlich aus dem Grund, dass ich auch damals schon gerne Bergsteigen war und mich furchtbar geärgert habe, dass ich so unfit war und immer die Letzte auf dem Gipfel war und immer so gekeucht habe. Dann dachte ich, okay, jetzt muss man mal langsam wieder was tun. Da waren die Kinder irgendwie, ich glaube so, also ich habe Zwillinge, ich glaube so 4 und die Firma war noch jünger und eigentlich hatte ich gar keine Zeit, aber irgendwie muss man ja mal anfangen. Und dann habe ich mich für den Leipzig-Marathon angemeldet, irgendwann im Herbst, und habe angefangen zu trainieren. Das war vielleicht auch jetzt nicht gerade der konservativste Einstieg, gebe ich zu, aber ich brauche immer Ziele. Und das war dann auch insgesamt nicht so geil, weil ich den Marathon im Krankenwagen gefinisht habe, weil ich irgendwie bei Kilometer 32 einen Muskelfaserriss in der Hüfte bekommen habe. Das hat mich dann erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Das hat dann eine Weile gedauert und dann habe ich wieder angefangen zu trainieren, aber diesmal tatsächlich dann mit einem Coach. Ich habe das dann ein bisschen systematischer betrieben. Das war tatsächlich auch meine erste und letzte schwere Laufverletzung. Also ich kann behaupten, ich habe was draus gelernt. Und habe dann im Jahr drauf den Leipzig-Marathon gefinisht, irgendwie, ich glaube, in 3:52 mit Mann, mit dem Hanna und dem ganzen kompletten Programm und wie das so ist. Ne? Ich dachte, einmal einen Marathon laufen. Und dann nahm das ganze Unglück seinen Lauf. Und ich glaube, das Jahr drauf habe ich dann schon den Supermarathon beim Rennsteig gefinisht. Das war mein erster Ultra. Und dann war eigentlich klar, naja, sowas macht man jetzt auch nicht nur einmal. Macht ja irgendwie auch Spaß. Rennsteig, Ultra, also das ist ja deine Hut quasi, wenn man so will, weil du machst dann ja quasi jedes Jahr. Und der Rennsteig Supermarathon hat 74 Kilometer. Ja, so zwischen 72 und so. 74, das schwankt immer ein bisschen. Ja. Aber ist jetzt dann kein Berg-Ultra. Also ist ein schöner Einstiegs-Ultra, wenn man so will. Ja, ich glaube, er hat 1900 Höhenmeter bergauf, aber ja. Ist halt nicht technisch. Also das Fiese beim Rennsteiglauf ist tatsächlich im Vergleich zu so einem Zut oder anderen Bergultras, du musst das Ding tatsächlich laufen. Also du kannst ja nicht wandern, sondern du musst eigentlich wirklich dann diese blöden Rampen hochrennen. Also das macht es doch auch tatsächlich anspruchsvoll. Tut weh, aber ist schön. Weil du nicht rechtzeitig im Ziel wärst oder weil es alles Anstiege sind, die laufbar, so diese fiesen betrogenen Geraden, die immer so 2-3% haben. Das ist nicht steil genug, um zu wandern. Du musst das jetzt laufen und das tut einfach irgendwann echt weh. Ja, es ist eine andere Challenge als jetzt so ein Bergultra, wo man ja wirklich guten Gewissens einfach wandert. Das geht da nicht. Also an ganz wenigen Stellen. Ansonsten musst du dich da einfach quälen und rennen. Okay, ja, da ist dann wahrscheinlich auch gut, wenn du es nicht einmal machst, sondern das zweite, dritte, fünfte Mal, dass du auch genau weißt, okay, darauf mehr Gas, da weniger Gas, damit man auch weiß, wie man es finisht. Ja. Und nicht bei der Hälfte sterben geht. Man weiß dann dafür aber auch vorher schon, wo es wehtun wird, aber gut. Ja. Ach, naja, aber es ist wirklich schön da. Viel Stimmung, das hilft. Ich habe es gehört, also auch von einem unserer ersten Interviewgäste, von dem ich auch den ersten Tipp erhalten habe, dich mal einzuladen, und das ist jetzt wirklich schon, ich glaube, 3 Jahre her, vom Gunther, der gesagt hat, die musst du dir mal einladen, die ist super interessant. Okay, kommt auf die Liste. Damals war es ist eine Liste, die Liste war sehr kurz. Mittlerweile ist die Liste länger. Ich habe gedacht, den müssen wir irgendwann einmal einladen. Und dann Ausschlag gegeben hat, etwas, was du dieses Jahr gemacht hast. Weil offenbar diese ganzen Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, die ja speziell zum Teil sind, waren ja nicht genug. Und du hast sogar dieses Jahr das erste Mal gedacht, 100 Meilen geht. Ja, gehen wir gleich dahin, wo es weh tut. Immer. Und du hast dir dafür ausgesucht, den Nizza 100 Meiler. Ja.
Das hat alles eine relativ lange Vorgeschichte. Und zwar war ich irgendwie 2000, ach, ich weiß es gar nicht, ich glaube 18 war ich schon mal für den UTMB tatsächlich qualifiziert. Damals konnte man beim ZUT noch die nötigen Punkte sammeln, bin dann in die Lotterie und habe wirklich im ersten Anlauf den Startplatz bekommen, was ja irgendwie schon eher unwahrscheinlich ist, hat mich total gefreut. Mhm. Und war dann im Februar Skifahren die Kinder mussten dringend auf die Toilette. Es war Schneeregen und ich bin auf der Hüttenterrasse auf dem Weg zur Toilette auf dem Holz ausgerutscht und aufs Knie gefallen und habe mir da erstmal nicht viel dabei gedacht, außer dass es wehtat und habe dann danach beim Laufen festgestellt, es wird schlimmer und dann hat sich gezeigt, dass da so ein Haarriss im Knochen war, wo mir dann irgendwie auch drei Orthopäden einreden wollten, dass das bestimmt eine Überlastung war. Ich so, nein, das war ein Sturz auf dem Weg aufs Klo. Ich bin hingefallen. Naja. Lassen wir es offiziell Überlastung nennen. Auf jeden Fall. Dann klingt es nämlich nicht so schlimm. Es war wirklich einfach ja. So dumm. Und dann hatte ich aber irgendwie 3 oder 4 Monate Laufpause und habe dann auf den UTMB verzichtet, weil, also ich dachte mir, wenn ich das erste Mal sowas mache, dann möchte ich auch irgendwie mit einem guten Gefühl und gut vorbereitet an der Startlinie stehen. Und die haben das medizinische Zertifikat nicht anerkannt. Blablups, auf jeden Fall ist mir der Startplatz flöten gegangen. Und das war jetzt einfach noch so eine offene Rechnung. Ich bin dann aber in dem Sommer tatsächlich das Südtirol Ultra Sky Race angetreten, was ja irgendwie 121 Kilometer und 7.500 Höhenmeter hat und sehr, sehr technisch ist und bin da eigentlich komplett ohne Erwartung an den Start, weil ich eigentlich nur ein bisschen Bergwandern war vorher. Und habe das tatsächlich gefinisht in irgendwie 28 Stunden. Also war mit Abstand mein längstes Rennen und bin da sogar irgendwie mit dem 5. Platz aufs Gesamtpodium gelaufen, was ich mir bis heute nicht schlüssig erklären kann, aber war gut. Und ja, seitdem habe ich dann eigentlich irgendwie diesen UTMB im Kopf gehabt. Und dann haben die ja mittlerweile auch das ganze System umgestellt. Und dieses Jahr dachte ich mir, okay, jetzt eigentlich die 100 Meilen habe ich mir jetzt auch schon ziemlich lange gewünscht. Jetzt hat irgendwie auch mal alles gepasst von der Zeit und von der Vorbereitung. Und habe mir dann den in Nizza rausgesucht und dann ist das alles so ein bisschen schief gelaufen. Von daher müssen die ersten 100 Meilen wohl doch noch ein bisschen warten. Ich weiß auch nicht, ob ich es nächstes Jahr probiere. Ja, wobei, weil es war ja, soweit ich das mitbekommen habe, also das Wetter dort war ja überschaubar schön. Ja. Also jeder, der irgendwie September Rennen sich rausgesucht hat, ob das jetzt Slowenien eine Woche vorher war, ja, da hat es ja gar nicht super. Erst stattgefunden, warst du dort, ja. Doch, doch. Naja, der 100-Meiler nicht. Also der 100-Meiler nicht, aber der 100 Kilometer war alle geil. Es war nichts gesehen. An dem Rennen war schön, gar nichts. Und in Nizza war es ja genauso. Nur, dass ich dann auch noch gehört habe, zumindest bei den 100 Kilometern, dass die Längenangaben auch nur so semi-gut waren. Also die Ida Sophie Hegemann hat ja gewonnen und hat gesagt, das waren 18 Kilometer mehr einfach, wie angeschrieben worden. Und das ist halt schwierig, wenn du rechnest, da kommt jetzt was. Ja. Also so Verpflegung oder Ziel und das kommt einfach nicht. Ja, das war am Ende so ein bisschen ein Gesamtkunstwerk. Also ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen naiv rangegangen, habe eigentlich dann erst nach der Anmeldung festgestellt, dass die 100 Meilen zum ersten Mal stattfinden, sodass du natürlich auch keinerlei Informationen hast, würde ich so auch nicht wieder machen und habe mir dann ganz hart eingeredet, dass das bestimmt nicht so schwierig und technisch ist, weil es ja also Nizza ist ja, du stehst da an der Promenade am Meer, denkst du, wie schlimm kann es denn kommen? Eigentlich mag ich ja technische Rennen, aber die Strecke war halt schon einfach beinhart. Also bin ja dann, also ich musste ja schon bei 37 Kilometer oder so raus, weil sich die Haut von meinen Fußsohlen entschlossen hat, anderer Wege zu gehen. War dann aber im Nachhinein betrachtet fast ein bisschen froh, weil das war eine sehr eindeutige Beendigung des Rennens. Also da gab es einfach keine Diskussion mehr an der Stelle und danach kam ja erst das schlechte Wetter. Und bei dem VP, wo das dann offensichtlich war, da war tatsächlich 500 Höhenmeter wegloser Downhill vorher gewesen. Also es war einfach so eine sehr steiler Grashang, wo so Fähnchen drin steckten und dann bist du da irgendwie drüber gestolpert und hast versucht, dir nicht die Haxen oder die Stöcke zu brechen, was jetzt normalerweise alles machbar ist, aber bei Kilometer 30 in einem 100-Meilen-Rennen, wenn du weißt, die Schlechtfretterfront kommt, erst noch relativ schwierig mental, weil da hast du dann so langsam geahnt, was den Rest des Rennens noch auf einen zukommt, plus dann vielleicht auch noch in matschigen Zustand und so. Und da habe ich mir so gedacht, oh shit, ich glaube, das war vielleicht doch ein bisschen auch eine Nummer zu groß, eventuell, vielleicht, möglicherweise. Hat es einen guten Grund gegeben für deine Fersen, dass sie gesagt haben, okay, heute mal anders? Also, dass du sagst, okay,
Luftfeuchtigkeit hoch oder irgendwas anderes? Oder war es einfach so, oh, heute ist ein schöner Tag, um sich einmal von seinen Zwängen zu lösen oder nee, ich kann's mir wirklich, von seiner Trägerin? Kann es mir wirklich nicht erklären. Also ich bin ja 2 Wochen vorher noch den Run 2 gelaufen und da war ja die eine Etappe eigentlich exakt ungefähr die Länge von dem, was ich in Nizza geschafft habe, mit den gleichen Socken, mit den gleichen Schuhen und da war nichts. Und das war, es hatte ja auch noch nicht geregnet oder so. Also ich vermute, das war einfach so ein bisschen über die Saison aufgebaut, das Problem. Und bei irgendeinem Zeitpunkt passiert es dann halt. Also das. Okay, also gefühlt sehr random. Ja, sehr. Okay. Das war halt schon ärgerlich, weil ich habe mich wirklich akribisch vorbereitet. Ich habe gedacht, ich habe an alles gedacht. Und dann denkst du so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Blöd. Irgendjemand hat dann freundlicherweise noch Tape angeboten, dass man drum wickeln könnte. Aber das war dann zu dem Zeitpunkt. Das, also bei 130 würde man es rummachen und sagen, okay, die restlichen 30 mache ich. Aber bei 30 von 160. Bei noch 130 war das dann, glaube ich, keine so gute Strategie. Und dann, ja. Und das, wie gesagt, der schlimme Teil mit dem Wetter und der Nacht und das kam ja erst alles noch. Also es war ja überhaupt erstmal nur der Auftakt, der wahrscheinlich eher harmlose. Ja. Das kann ja auch jedem passieren. Egal, ob man das schon 1, 2 oder 15 Mal gemacht hat. Der Flo Grasl hat erzählt bei seinem UTMB dieses Mal. Den hat er jetzt, glaube ich, schon 5 Mal gemacht oder so. Und er hat plötzlich Kreuzweh gekriegt, dass er nicht mehr weiterlaufen kann. Ja. Er weiß nicht warum, er hat das noch nie gehabt, das war plötzlich da, aber es hat ihn zum Aufgeben gezwungen und ist halt scheiße. Fertig. Ja, also ich denke auch, also du gehst ja, also ich finde, man muss an so ein Rennen ja eh immer rangehen mit dem Bewusstsein, dass es halt einfach nicht klappen kann. Das war halt nur ein bisschen bitter, weil ich habe ja auch bei der Challenge Rot dieses Jahr mitgemacht. Die habe ich ja auch 2018 schon mal gefinisht, genau. Und dieses Jahr hat es mir einfach beim Laufen, also beim Marathon, das ist ja normalerweise der Teil beim Triathlon, wo ich mich drauf freue, wenn ich die anderen beiden Sachen heil überlebt habe. Und mir hat es einfach so dermaßen den Kreislauf zerschossen. Also im Nachhinein denke ich, es war wirklich ein Sonnenstich. Also es wäre einfach echt ungesund gewesen, weiterzulaufen. Aber das ist halt dann schon irgendwie, also es war okay, weil es war einfach das Vernünftige. Aber wenn es dir dann zum zweiten Mal passiert in einer Saison, eigentlich bei den beiden Hauptwettkämpfen, denkst du halt schon so, oh super, naja gut, dann halt nächstes Jahr mal gucken. Ja, wobei der Marathon ist ja wirklich die Belohnung beim Triathlon, wenn man dieses unsägliche Schwimmen vorher. Naja. Kein Schwimmfan, höre ich da raus. Naja, die Bezeichnung Iron Duck wäre jetzt da wahrscheinlich. Also, es geht schon, aber mir ist es einfach völlig unerklärlich, warum man es machen sollte. Also, Planschen ist okay. In die Therme gehen, bei 35 Grad Wassertemperatur ist auch gut. Duschen von mir aus, aber ich weiß nicht, schwimmen muss jetzt nicht. Ja, der Witz ist ja, ich schwimme eigentlich sogar gerne, es ist aber trotzdem meine schwächste Disziplin, weil ich einfach echt langsam bin. Aber das ist ja okay, solange man ankommt, ist das ja wurscht. Also ich trete ja nicht an, um zu gewinnen, aber ja. Ja, wir sind ja dafür bekannt, dass wir Triathleten eher skeptisch gegenüberstehen. weil es ist halt, ja, der Sport ist halt einfach Mist. Aber okay. Hauptsächlich davon, das liegt jetzt gar nicht so am Sport selber. Sondern an den komischen Leuten. Sondern eher an den ne? Teilnehmern. Ja, genau, an den komischen Leuten. Und mittlerweile habe ich mit einigen Triathleten und Triathletinnen gesprochen. Ich glaube, viele Triathlon-Teilnehmer mögen Triathleten auch nicht. Ja, kann ich so unterschreiben. Nein, also ich hatte da tatsächlich auch jahrelang eher größere Vorbehalte, weil es tatsächlich ja, also ich weiß noch, bei meiner ersten Challenge Rot war ich eigentlich dann ganz gut vorbereitet und dann waren wir da und du hast eingecheckt und dann habe ich irgendwann heulend da gestanden, habe gesagt, ich will das nicht, mach hier nicht mit, die sind alle bekloppt. Also du siehst dann diese Wiese mit diesen Fahrrädern im Gesamtwert von was weiß ich wie vielen zig Millionen und da ist eben, was tue ich hier, dieses ist alles, das hat mit mir nichts zu tun, ich will es auf meinen Berg. Und mein Freund mich nur so angucken hat gemeint, du, also ganz ehrlich, jetzt sind wir hier, du gehst jetzt morgen früh an den Start. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich so, ja, okay, naja, wenn es sein muss. Jetzt habe ich das ganze Scheißtraining mitgemacht. Genau. Jetzt machst du das Rennen. Du steigst jetzt hier nicht mehr aus. Nee, also es ist schon sehr speziell. Und also ich habe mich damals angemeldet in dieser Verletzungspause, wo ich nicht laufen konnte. Neue klassische Geschichte. Okay, ja, was machen wir denn mal Dummes? Ja, ich hab jetzt dreimal auf dem Rad gesessen. Ja, so ein Ironman geht bestimmt ganz gut. Lange Wettkämpfe sind mir ja gewöhnt als Ultraläufer. Das ist bestimmt auch ähnlich. Ja. Also, oh, schwimmen sollte ich vielleicht auch noch lernen. Na gut.
Und tatsächlich, mein Freund ist auch Triathlet, aber halt einer von der sehr entspannten Sorte, so nach dem Motto, ankommen und Spaß haben. Und das hat mich dann ein bisschen beruhigt, dass es die auch gibt. Und die gibt's auch tatsächlich. Aber das Fiese an so einem Triathlon-Training, wenn du Langdistanz machst, ist halt, dass du nie aus dem Trainieren rauskommst. Also du bist nie an dem Punkt, wo du sagst, ich habe das Gefühl, ich habe genug trainiert, weil du hast immer ein schlechtes Gewissen, weil du irgendeine von den drei Sportarten bestimmt gerade vernachlässigst. Und das ist halt so die Challenge dann zu sagen, na, ist jetzt gut, ich habe auch noch ein Leben, ich habe noch einen Job, ich habe Kinder und ab und zu wieder auch noch ein Bier trinken gehen. Das ist halt schon, das geht, glaube ich, ziemlich häufig schief und dann werden die Leute sehr besessen und sehr verbissen und das ist definitiv da, wo ich auch nicht sein will. Also da bin ich dann ganz bei dir, falls du das meintest. Ja, den schönsten Satz, den ich von einem Triathleten gehört habe bis jetzt, da war, Triathleten sind Idioten, aber das Training für ein Triathlon, das ist ganz geil, weil es sehr umfangreich und sehr ausgeglichen. Triathleten sind Idioten. Er war jetzt da gar nicht gemeint, dass sie doof sind, sondern er hat jetzt wirklich gesagt, du gehst zu so einem Wettbewerb hin und von 100 Menschen, die dort sind 5 ganz cool und 95 sind also ein bisschen auf einem Ego-Trip. Und das ist für jemanden, der jetzt da zum Beispiel in der Trail-Community unterwegs ist, wo du einfach sagst, okay, ja, es gibt auch ein paar, die mit der Ellbogentaktik unterwegs sind und so, wow, lass mich durch, ich bin super beim Uphill. Und du denkst, alles klar, toi, 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 bis in 200 Meter. Die gibt's auch, aber normalerweise ist es eigentlich relativ entspannt alles. Und irgendwie beim Triathlon, ich meine, es ist natürlich Sport gegeben, weil es ein Einzelsport ist, und zwar wirklich ein Einzelsport. Du darfst nicht Windschatten fahren und du musst drauf schauen, dass du dich im Wasser schon durchwühlst durch diese Menschenmasse und so. Aber es ist, und es ist auch nicht familienfreundlich, weil du weißt nicht, wie viele Stunden da hineinballerst, weil diese langen Radausfahrten sind ja alles Mögliche, aber also in Vor-Zwift-Zeiten sind sowieso absurd gewesen. Aber auch jetzt da fast man 6 Stunden auf Zwift kann man machen, aber puh. Also das machen die wenigsten Leute, die ich kenne, selbst in der Vorbereitung für eine Langdistanz nicht. Aber ja, also das stimmt schon alles, was du sagst. Die größte Lüge beim Triathlon sind die ganzen Väter, die ihre Kinder dann über die Ziellinie von der Langdistanz schleifen und so tun, als ob die sich dann jetzt darüber freuen. Ich denke, die hätten wahrscheinlich das Jahr vorher ihren Vater gern mal auch mehr so am Wochenende ab und zu mal gesehen. Das ist es ja, und deswegen habe ich vorher ganz am Anfang gesagt, also du hast den für mich einen der wenigen sinnvollen Ansätze, warum man Triathlon machen kann oder soll, oder einen sympathischen Ansatz für einen Triathlon. Und das, weil ihr habt ja, also du bist ja eine Mitbegründerin, Fragezeichen, ja. Von dem, ich nenne es mal Team Fräulein Triathlon. Mhm. Ich meine, Fräulein Triathlon finde ich schon mal grundsätzlich lustig von der Bezeichnung. Your Majesty oder das Weibsvolk oder irgendwas in die Richtung war sehr gut gefallen, aber Fräulein Triathlon ist auch schön. Das ist ja ein so österreichischer Fachbegriff. Und ihr habt es, ich glaube, in der Corona-Zeit gegründet, diese Lauf-Community, es ist, glaube ich, eher eine Community. Es ist kein Verein, es ist auch keine Veranstalter in dem typischen Sinn, sondern ihr seid, ja, es ist tatsächlich, ja, also es ist eine Community. Im Großen und Ganzen ist es eine Community, die gibt es schon länger. Also wir haben das auch schon, ich glaube, vor 5 Jahren ging das so los und das war eigentlich damals eine Idee von meiner Freundin Laila, die schon zweimal auf Kona war und dieses ganze Triathlon-Ding wesentlich ernster nimmt als ich. Ab und zu geht sie auch dann mal Trail laufen und beschert sich dann hinterher, dass man da so Muskelkater von bekommt. Egal, jedenfalls hat sie sich einfach drüber aufgeregt. Also sie fährt zum Beispiel sehr, sehr gut Fahrrad und hat da einfach nie Frauen, mit denen sie zusammen trainieren kann, sondern immer nur Männer. Und irgendwann geht ihr das halt ein bisschen auf den Keks, weil Männer sind Männer und das ist manchmal ein bisschen speziell. Und dann ist es eigentlich damals noch so in Leipzig entstanden, dass wir da versucht haben, so ein paar Frauen zusammenzubringen, um einfach dieses Thema Frauen im Triathlon so zu pushen. Und das war dann ein Instagram-Account und Treffen und mal schwimmen gehen im Sommer. Und dann kam Corona und wir haben festgestellt, ja Mist, jetzt wird's irgendwie echt dünn hier, unseren Instagram
Instagram-Account mit tollem Inhalt zu befüllen, weil wir haben ja auch alle dann eigentlich nur zu Hause rumgesessen und haben dann überlegt, was wir machen und haben dann im April 2020, also wirklich so eigentlich im ersten Lockdown, die erste virtuelle Wettkampfserie aus dem Boden gestampft, da eine sehr steile Lernkurve mit Race Result und so gehabt. Und das haben wir dann insgesamt 4-mal gemacht, also bis hin zur virtuellen Langdistanz auf 3 Tage verteilt und hatten da mehrere 100 Teilnehmerinnen und da ist das Ganze dann eigentlich explodiert. Also wir haben jetzt mittlerweile in unserer Facebook-Gruppe, das ist eigentlich so das Kernstück, 2.500 Frauen. Und wir haben dann ganz, ganz viele Geschichten gehabt, wo wirklich Frauen dann angefangen haben, diese Selfmade-Triathlons zu probieren, die vorher sowas noch nie gemacht haben. Die gesagt haben, normal ist mir das viel zu aufwendig mit den Kids und so und zu einem Triathlon-Wettkampf zu fahren. Und dann sind die da mit ihrem alten Stadtrat durch die Gegend gefahren und also super, super berührende Geschichten auch und haben dann gesagt, oh, ich habe Radfahren immer gehasst. Ah, jetzt habe ich mir mein erstes Rennrad gekauft, das ist eigentlich doch ganz geil. Und dieses Laufen ist halt immer furchtbar, aber ja, eigentlich macht es schon Spaß. Und zum Schwimmkurs habe ich mich jetzt auch angemeldet. Und das war wirklich super cool zu sehen, weil unser Zielkorridor ist da halt super weit von diesem verbissenen, leistungsorientierten Triathlon weg. Sondern es geht wirklich darum, halt irgendwie Frauen zum Sport zu bringen oder ihnen auch den Mut zu geben, halt ambitioniertere Dinge zu tun. Also nicht sich immer klein zu halten und zu sagen, das schaffe ich eh nicht, sondern wirklich zu sagen, ja okay, ich melde mich jetzt für eine Mitteldistanz an und dann mache ich jetzt halt auch das Training dafür und habe halt auch das Selbstbewusstsein zu Hause, dann auch mal zu sagen, Leute, jetzt ist meine Zeit, ich gehe jetzt trainieren. Und was da halt natürlich auch mit reingespielt hat, ist, dass du mit Zwift und so jetzt natürlich gut im Keller auch trainieren kannst. Das ist gerade für die Frauen ist das ein Riesenvorteil, weil keine Frau geht im Winter alleine draußen Radfahren. Also da ist ja Laufen teilweise schon grenzwertig, je nachdem, wo man wohnt. Und du musst die Kinder halt nicht allein lassen. Du kannst das wirklich dann auch mal machen, ohne dass du einen Babysitter brauchst. Und ich finde, das ist halt schon so ein bisschen ein Gamechanger, wo du einfach da auch nochmal die Einstiegshürden in so Multisportgeschichten deutlich niedriger gesetzt hast. Radfahren im Winter draußen ist ja eher so speziell. Sehr speziell. Also nicht nur, dass es kalt ist und blöd und nass und windig, also nicht nur das, was halt im Winter sowieso blöd ist, sondern es ist finster und es sind Autos da, die sehen dich nicht und es ist eher so wie in den 80ern das Computerspiel Frogger. Du versuchst irgendwie lebend auf die andere Seite zu kommen. Ja, nee, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht so gesund ist. Also ich bin ja jemand, der sein Zwift-Abo nie kündigt, auch im Sommer nicht. Ja. Ich fahre genau mit meinem Rennrad in die Firma und nach Hause und den Rest mache ich auf Zwift. Es interessiert mich nicht, auf der Bundesstraße herumzugurken. Ja, wenn du keine geeigneten Strecken hast, ist das sicherlich der gesündere Ansatz. Schlimmerweise, ich hätte eine geeignete Strecke. Ich wohne direkt am Donauradweg. Ich könnte ohne eine Straße zu treffen bis nach Passau fahren und nach Bratislava. Okay. Aber das ist windig. Das ist blöd. Ja. Verstehe. Aber was ich verstehe und was ich lernen musste, weil ich hätte an das nie gedacht, weil ich bin ja, weiß nicht, ein Teil dieser 0,2% der super Jackpot bevorzugten, also Mitteleuropäer, männlich, weiß, groß. Hast schon gewonnen. Also, wurscht, welches Vorteil, du kennst das nicht. Oder denkst du, was, das ist ein Problem? Ich habe in Wien gewohnt, in irgendwelchen Ecken, wo Leute gesagt haben, nein, als Frau am Abend, schwierig. Und ich habe gesagt, wieso? Ist eh alles cool. Ja, weil das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gelernt, okay, Frauen, die alleine laufen gehen und dann vielleicht noch am Abend und puh, schwierig und vielleicht noch irgendwo in den Auen und ganz schwierig. Auf das kommst du ja nicht. Ja. Oder du musst speziell daran denken, dass das ein Problem sein könnte, wenn du nicht jetzt dazu zur Gruppe gehörst, die das betrifft. Ja, nee, also ich bin da persönlich relativ schmerzbefreit. Also ich habe ja bis vor 3 Jahren in Leipzig gewohnt und bin da durchaus auch dann abends im Dunkeln allein im Wald laufen gegangen. Gut, ich meine ganz ehrlich, wenn du nachts alleine im Winter im Wald laufen gehst, da passiert dir garantiert nichts, weil da ist niemand. Wenn du im Sommer in der Dämmerung über die Grillwiese läufst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir was Komisches passiert, wesentlich größer, aber das nur am Rande. Also ich meine, ich mache mir da jetzt, also ich sehe es einfach nicht ein, dass ich mich verstecken muss.
Aber ich weiß, dass sich viele Frauen da sehr, sehr viele Gedanken machen und ich kann es auch voll verstehen, weil auch jede Frau eigentlich schon eine blöde Geschichte erlebt hat. Also es geht ja beim Sachen hinterherrufen nur los, also bis hin zum Exhibitionisten, der dann halt nur in einer durchsichtigen Damenstrumpfhose vor dir steht im Park und so weiter. Also ich glaube, wenn du eine kleine Umfrage machst, wirst du innerhalb von 10 Minuten sehr viele solcher Geschichten haben und das ist halt schon der Grund, warum viele Frauen sich dann einfach nicht trauen und und es ist, also Triathlon ist einfach immer noch ein sehr, sehr männerdominierter Sport, genauso wie Ultralaufen. Ja. Also wenn du da einfach mal andere Frauen sehen möchtest und es macht einfach mehr Spaß, auch in einem Wettkampf, wenn andere Frauen am Start sind und du nicht nur den ganzen Tag nur mit Männern zu tun hast, dann haben wir uns gedacht, muss man da vielleicht mal was dafür tun, weil von alleine passieren solche Dinge ja in der Regel eher nicht. Und das ist halt im Triathlon ganz krass, weil du merkst halt, allein dieses Thema, sich auf ein Rennrad zu setzen, ist für viele Frauen eine Riesenhürde. Also wenn die nicht gerade sowieso... Warum? Wenn die jetzt zum Beispiel in ihrem Umfeld niemanden haben, der Rennrad fährt und zum Beispiel der Mann auch nicht Rennrad fährt, das ist ja so der Klassiker, der Mann fährt Rennrad, Frau kriegt irgendwie abgelegtes altes Rennrad, was erstmal viel zu groß ist, aber fährt mit, findet Spaß dran, kauft sich ein eigenes und dann läuft die Sache so einigermaßen. Wenn du jetzt aber niemanden hast in deinem unmittelbaren Rennrad, in deinem unmittelbaren Umfeld, dann ist diese Einstiegshürde zu sagen, ich muss mir so ein Fahrrad organisieren, ich habe eigentlich keine Ahnung, worauf ich achten muss und dann gehst du als Frau in so einen Radladen und es gibt bestimmt löbliche Ausnahmen, aber die meisten Radläden sind ausschließlich von Männern betrieben und die verkaufen dir irgendwas, was im Keller rumsteht, was schon lange mal weg musste und nehmen dich auch generell nicht ernst. Also man ist da auch ganz, man wird da auch ganz oft sehr schlecht beraten und dann hast du erstmal ganz, ganz viele Probleme, die du lösen musst und dann nimmt dich ja auch keiner mit, wie du gerade schon gesagt hast. Du musst erstmal eine Strecke finden, du musst das irgendwie so machen, dass du halbwegs sicher bist und du mit Klickpedalen fahren willst, musst dir das auch jemand beibringen und so weiter. Wobei Klickpedale, Sanna, war auch eine Todesfalle. Ja, wenn man es genau, am Anfang halt, genau. Am Anfang. Sollte man dann nicht auf der Bundesstraße lernen, im Idealfall. Ich kenne tatsächlich niemanden, gar niemanden, der ein Rennrad hat, der nicht einmal im Stand, in Zeitlupe. Der Schnitzel am Anfang zweimal umfallen, danach hast du es irgendwie, dann setzt das Bewegungsgedächtnis ein und denkst so, aua, das mache ich nicht nochmal. Nein, genau. Aber das sind so Sachen, die funktionieren viel, viel besser, wenn du eine Gruppe hast, wo dann jemand sagt, komm, wir nehmen dich mal mit und probier das mal aus. Und wenn du irgendwie Fragen hast, das ist halt, was ganz viel in unserer Facebook-Gruppe stattfindet, das sind ja wirklich ausschließlich Frauen und da traut sich jede Frage zu stellen. Also da gibt's keinen, du bist zu blöd oder das kannst du doch googeln, sondern da wird jede Frage beantwortet. Und das ist so erstmal die Baseline. Das brauchst du erstmal so einen sicheren Raum. Es ist ja eigentlich absurd. 2.500 Frauen ist ja jetzt kein geschlossenes Wohnzimmer mehr. Es ist ja eigentlich wahnsinnig viele, aber es fühlt sich trotzdem an wie ein Safe Space, weil tatsächlich einfach kein Mann drin ist. Also nichts gegen Männer, aber das ist einfach die Art der Kommunikation und genau, dass solche Themen halt da gar nicht präsent sind und, ja, aber Männer funktionieren beim Fragen beantworten einfach anders. Auch das. Möglicherweise. Grundsätzlich. Viele Männer müssen oft lernen, dass sie nicht Lösungen suchen sollen, sondern sich verdammt nochmal nur das Problem anhören müssen. Das reicht dann schon. Und eben, wenn ich glaube, Männer, die Triathlon machen, haben aber grundsätzlich diesen Leistungsgedanken in sich, sonst würden sie es nicht machen. Ja, auch da. Es gibt wahrscheinlich ein paar andere, ja. aber viele haben das und wenn dann jemand fragt, na, wie soll ich denn das machen oder ich mache das langsam, dann sagen, ja, dann hier, Buch, lernen, hopp auf. Ich kenne auch viele verbissene Frauen und entspannte Männer, aber grundsätzlich ist die Tendenz schon so, wie du sagst. Und genau, das ist eigentlich so unser übergeordnetes Ziel, diesen Frauenanteil zu erhöhen und einfach auch, egal auf welcher Leistungsstufe du bist, da irgendwie so den richtigen Input zu bringen. Und wir sind jetzt gerade ganz spannend, hatten gerade die Bewerbungsphase für unser Fräulein Triathlon Power Team, haben jetzt 15 Fräuleins ausgewählt, also wir sind jetzt heute gerade fertig geworden, sind ganz aufgeregt. Die wissen das noch gar nicht, dass sie ausgewählt wurden aus den ganzen Bewerbungen. Und was dürfen die, was können die? Die sind ganz unterschiedlich, also das sind aus Deutschland und Österreich. Und wir haben halt ein bisschen geguckt, dass es geografisch auch einigermaßen verteilt ist und die sind auch eigentlich größtenteils schon in unserer Community gewesen und wir wollen uns einfach, also wir haben eine ganze Schublade voll mit Plänen und sind jetzt 4 Frauen in dem zentralen Orga-Team und schaffen es leider Gottes nicht, alles immer umzusetzen neben unseren Jobs und Familien und was man sonst noch so macht und wollen uns da jetzt einfach ein bisschen breiter aufstellen und dann dieses Power-Team mit einbeziehen und mit denen einfach noch so ein bisschen mehr Wumms in die ganze Sache bringen, weil es jetzt halt... Ist es sowas wie Ambassadors im gröbsten übertragenen Weise?
die, einfach die, diese, diesen Spirit quasi dann genau. ein bisschen nach außen tragen, dass nicht alles bei euch ankommt. Ja, und auch, auch ein bisschen dieses, dieses physische vor Ort hinzukriegen. Also wir haben jetzt letztes Jahr waren wir auf einigen Veranstaltungen und wollen jetzt auch Schwimmtreffs und Radtreffs und sowas anbieten und das können wir natürlich nicht alles irgendwie zentral machen. Deswegen wäre es halt cool. Also wir haben jetzt teilweise in manchen Orten schon so ganz aktive lokale Zellen quasi und um das noch ein bisschen zu unterstützen, dass dieser Spirit da auch im Real Life weitergetragen wird, das wäre halt cool. Ja, und um diese und ihr seid da ja auch vom zentralen Orga-Team, glaube ich, jetzt da beruflich auch so aufgestimmt, dass ihr das gut nach außen tragen könnt. Du sagst vorher, du hast eine Firma gegründet, die eben Social Media und Online Marketing und Beratung macht. Das heißt, ihr könnt auch das, was ihr beruflich tut, dann dort einbringen und sagen, okay, wir machen das, also wir machen das mal ordentlich und nicht irgendwie. Also die Nathalie zum Beispiel, die hat eine LKW-Spedition. Also wenn du mal einen LKW brauchst, da hätten wir auch die Expertise. Die muss dann zufälligerweise bei uns immer alles machen, was mit Logistik. Logistik, ja. Das ist super. Also, ja, ist Nathalie, optimal, wenn man sowas hat. Ja? Wir hatten da ein paar Pakete zu verschicken. Das ist genau, das wäre nämlich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie sehr seid ihr oder wie sehr bist du, wenn du zu einer Veranstaltung gehst oder dich anmeldest oder so, wie sehr sieht man sich diese medialen Auftritte der Veranstalter an und bewertet es für sich selber und so, ja, die machen das gut oder oh, das ist wieder hui, hui, hui. Die ganze Zeit, es ist furchtbar, es ist echt eine Berufskrankheit, aber also es gibt ja mittlerweile schon viele, die in Social Media auch echt aktiv mit dabei sind. Ich muss hier mal an der Stelle zum Beispiel den Rennsteiglauf lobend erwähnen. Den Trail Foxy, der da ja mit großer Hingabe auch die Social Media Kanäle betreut. Also das sind ja schon Dinge, wo jetzt auch nicht irgendwie ein Riesenbudget oder eine Riesenagentur dahinter steht, sondern einfach siehst, wenn du ein bisschen Bock drauf hast, kannst du da ja schon einfach viel bewegen. Aber es gibt genauso gut auch ganz viele Sachen, wo du denkst, oh mein Gott. Also eigentlich auch die ganze Outdoor- und Sportbranche. Da gibt es ein paar Firmen, die sind da mittlerweile ganz gut dabei, aber es sind auch ganz viele Sachen, wo man sich denkt, oh, ihr verschenkt so viel Potenzial. Ja, also das geht mir schon immer so. Also man braucht hier nur die UTMB-Webseite und schon. Hei. Ja, ein bisschen unübersichtlich, aber hey. Details. Also wir merken das auch immer wieder und haben gesagt, bei manchen Veranstaltern, also so zentrale Infos wie, hey, wir ändern jetzt die Strecke einen Tag davor. Es wäre schon geil, wenn es auf der Startseite bringen wird und auf allen euren Kanälen und nicht im dritten Untermenü. Na, der Klassiker kann ist eigentlich, machen, ist aber scheiße. Kennst du das, wenn du eigentlich nur schnell nachschauen willst, wann eine Veranstaltung stattfindet und gehst auf die Website und da steht nirgendwo dieses Datum, was ja eigentlich die erste zentrale Information ist, die kann man doch einfach mal in den Header packen. Da reg ich mich jedes Mal auf, weil jedes Mal musst du dann ins zehnte Untermenü. Wo können wir anmelden? Wie ist der GPX-Track? Es gibt so 10 Dinge, die ein Teilnehmer von einer Veranstaltung wissen will. Und hey, wie heißt die Oma vom dritten Sponsor von links? Gehört nicht dazu. Echt nett. Aber ich muss sagen, dass wir dadurch unsere Fräulein Triathlon Cups da auch ganz, ganz steile Lernkurve hatten als Veranstalter, auch wenn es nur virtuell war. Aber das, da hat man schon viel gelernt und ich habe jetzt eigentlich auch voll Bock, das mal irgendwie in die Praxis umzusetzen. Also ich war in Leipzig, beim Verein der LGX, da haben wir immer den Wintermarathon veranstaltet und den Stundenlauf. Stundenlauf ist ein geiles Format. Da läufst du halt einfach eine Stunde auf einer 400-Meter-Bahn im Kreis. Ist auch schon ein sehr altes Laufformat und ist eigentlich der am einfachsten zu organisierende Wettkampf, weil du musst keine Strecke sperren. Und eigentlich ist mein geheimer Plan, das jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen irgendwie auch mal an den Start zu kriegen, weil hier gibt's ja nur Sachen für Trailläufer und wenn du einfach mal so normales Lauftraining machen willst, was ja manchmal auch ganz hilfreich ist, ist es relativ mau und müssen vielleicht diese Lücke schließen. Und dann habe ich noch eine andere Idee, aber die ist noch nicht spruchreif. Mal gucken. Das hat dann wieder was mit Höhenmetern zu tun. Oh, ja, 24 Stunden rauf, runter. Immer gut. Hauptsache lang, Hauptsache steil, schon klar. Ja, ich bin eher der sagt, nur runter wäre cool. Ah, okay. Also reine Downhill-Rennen hast du wenig. Das ist sehr selten. Ja, es gibt 2, 3 und irgendwann werde ich bei einem mitmachen, wenn es sich zeitlich gescheit ausgeht. Also es gibt die Streif runter. Mit Skiern hoffe ich. Na, laufen. Großartig.
Es gibt auch rauf und runter. Ah. Und da, also da gibt es zwei, drei, die wirklich, aber die sind wirklich brutal vom Downhill her, aber das wäre ganz amüsant. Was mich ja auch noch interessiert, weil du gesagt hast, na, ich habe diese und jene Idee. Und du hast eine Firma gegründet und das mit dem Freudentriathlon und Ultralaufen und Langdistanz. Deine Kinder konnten sich ja nicht aussuchen. Die kennen dich ja nur so. Aber wie reagiert dein komplettes Umfeld auf diese offensichtliche, unermüdliche Frau, Mutter, Tochter? Also ist das immer schon so gewesen oder ist es jetzt einfach irgendwann so eine Initialzündung und so, ah ja, das könnte ich noch machen und dabei ist noch eine halbe Stunde Zeit. Na, das war tatsächlich eigentlich schon immer so, wenn ich meinen Eltern Glauben schenken darf, auch schon als Kind. Also ich war schon immer ein bisschen, ich hatte schon immer ein bisschen mehr Energie als die anderen Kinder, glaube ich. Die Lernkurve, die man dann im Laufe seines Lebens hat, ich bin ja jetzt 43, ist dann doch irgendwann zu lernen, sich die Energie sinnvoll einzuteilen und auch Prioritäten zu setzen. Und was das ganze Training angeht, war eigentlich immer klar, die Kinder gehen vor. Also das war jetzt nie die Frage, wenn da jetzt irgendwas ist in der Schule oder sonst irgendwas, dann fällt halt das Training aus. Also ich war jetzt noch nie jemand, der dann super verbissen da seinen Trainingsplan durchzieht. Also das nicht. Das war dann allerdings 2018, da habe ich noch in Leipzig gewohnt und war zu der Zeit auch alleinerziehend, weil mein Freund in Garmisch gewohnt hat, also mit Fernbeziehung irgendwie auch so 500 Kilometer, alles ein bisschen anstrengend und habe dann diese... Kann man das nicht radeln? Ja, reicht nur das Wochenende für hin und zurück und sich noch sehen, nicht so ganz. Und da war dann dieses Langdistanztraining, also das war für ein paar Monate, da haben auch alle gesagt, okay, sie unterstützen das und so. Also meine Kinder werden jetzt 18 demnächst und machen nächstes Jahr Abi. Also die waren dann schon in dem Alter, wo sie auch dann aktiv sagen konnten, ja, passt. Ja, aktiv gesagt haben, bitte geh weg, wir wollen unsere Ruhe. Ja, ja. Aber das war auch einer der Gründe für diesen Heulkrampf da am Abend davor, weil ich dachte, das ist der Wahnsinn, was du da an Zeit und Energie reinsteckst. Das ist absoluter Irrsinn. Und ich weiß noch damals, als ich über die Ziellinie gelaufen bin, war mein Gedanke wirklich so, geil, ich habe mein Leben zurück. Also das war so ein Trainingskorsett, wo ich dann auch dachte, das brauche ich jetzt nicht unbedingt immer. Also alle paar Jahre kann man das mal machen, aber ich würde jetzt zum Beispiel nie jedes Jahr eine Langdistanz machen wollen, weil das stresst mich dann tatsächlich. Also da geht mir dann ein bisschen der Spaß am Training auch verloren, wenn du permanent ein schlechtes Gewissen hast. Also ich hab keinen Stress damit, von der zeitlichen Orga 10 bis 15 Stunden die Woche mich zu bewegen. Also das kriege ich immer irgendwie mit eingebaut. Wie gesagt, die Kinder sind halt, wir haben drei Teenager hier im Haus, die musst du ja am Wochenende jetzt nicht mehr beschäftigen. Das heißt, du kannst am Wochenende halt jetzt einfach auch lange Touren machen. Das ist halt mit kleinen Kindern, finde ich, so ein Ausschlusskriterium für ein Langdistanztraining, weil diese 6 Stunden Radausfahrten, da geht halt ein kompletter Wochenendtag drauf. Und das ist halt, das kann man mal machen, aber wenn du das jedes Wochenende machen willst, da sind ja die langen Läufe für so einen Marathon schon immer schwierig, diese 3 Stunden, die du da irgendwo mal rausknapsen musst und sagst, bin mal weg und danach sprecht mich nicht an, weil ich bin müde. Also, ja, für einen Berg-Ultra, wo noch hat das diese langen Läufe um 5 Uhr morgens losgehen, um 11 bist du zu Hause und völlig dann im Tee. Ist Essen, Schlafen, fertig. Ja. Das war's dann mal für den Tag. Und beim Radfahren ist es das Gleiche. Und auch sich um 8 Uhr abends bis 12:30 morgens auf Zwift hinzusetzen, man kann man schon machen, aber... Nee, von daher, also das ist schon, also da muss man schon ehrlich zu sich selbst bleiben und ab und zu mal ein Spiel gucken und sagen, ist das jetzt gerade noch gut, was ich hier tue? Und dann auch immer wieder korrigieren. Aber das habe ich, glaube ich, im Laufe der Jahre ganz, ganz gut gelernt. Und seitdem ich jetzt in Garmisch wohne, ist das natürlich mit dem ganzen Training auch nochmal ein Stück einfacher. Ich muss ja nur aus der Haustür fallen und kann den Berg hoch. Also hier habe ich halt alles extrem nah. Also ich habe eigentlich gar keine Fahrzeiten oder irgendwas mehr. Und das ist schon ganz geil. Also man kann sich das Leben dann schon so ganz gut organisieren. Die Kinder sind in einem Alter, also ist jetzt nicht so, dass man sich nicht mit ihnen beschäftigt, aber es ist halt anders als bei kleinen Kindern. Man kann sich, wenn die Kinder so 18 sind, kann man sie grüßen. Die kommen vom Fortgehen weg, heim, auf den Frühlauf. Mal vorbei im Flur, genau. Man trifft sie an der Haustür und sagt, oh, gute Nacht, guten Morgen, passt. Aber jetzt gerade so mit Fräulein Triathlon und den ganzen Geschichten ist es manchmal schon einfach echt viel. Also wo dann auch schon viele Abende draufgehen und irgendwann ist so, schlafen wir jetzt auch mal schön. Aber es macht halt einfach Spaß. Also das ist dann schon so der Teil, wo ich sage, es ist cool und dann kann man das auch machen. Und ich leite ja auch noch irgendwie 2 Trainingsgruppen vor Ort. Also ich engagiere mich halt auch gern und das ist auch so ein Stück weit dann auch Sachen zurückgeben an die Community. Also was ich halt nicht mag, ist einfach nur alleine vor mich hin zu trainieren, irgendwie für irgendeine Zeit, die da steht. Also das ist mir dann auch zu langweilig. Ja.
Nein, vor allem du machst ja auch sehr viel offenbar, ganz offensichtlich, immer rund um dich, also jetzt da geografisch gesehen, dass du sagst, ich bin in Leipzig, wir fangen das in Leipzig an, dass wir eine Community aufbauen. Ich bin jetzt da in Garmisch-Partenkirchen, wir schauen, was wir da in der Community machen können. Sprich, du schaust da, dass das irgendwie was, dass du nicht quer durch die Welt chattest und dort was machst und da was machst und sagst, hey, ich war jetzt da beim Western States, ich war beim Hong Kong 100, ich war jetzt da gerade in, weil es jetzt da in den Winter so gut hineinpasst, in Südafrika beim Lauf oder sonst irgendwas, sondern du schaust, Nizza ist jetzt nicht gleich ums Eck, aber es ist mit dem Auto erreichbar. Auto erreichbar oder mit dem Zug oder wie auch immer. Man muss jetzt nicht unbedingt hinfliegen, ja. Und man muss jetzt dann nicht, weiß Gott, was tun. Und du machst eben auch den Rennstrecklauf immer wieder und wenn man in Garmisch-Partenkirchen wohnt, ist jetzt der Tatar eher nicht so weit weg. Ja, der Run-Tour, den mussten wir dieses Jahr mitlaufen, weil er ging ja in Garmisch sogar los. Der geht bei uns vor der Haustür los, wir können zum Start zu Fuß gehen. Also wir müssen da jetzt... Eben, also und der Flo und ich haben das Thema auch immer wieder mal, weil wir gesagt haben, ja, der Flo hat schon einige Rennen gemacht, die auch weiter weg waren von Insel-Ultras und so weiter, was total cool ist. Und Insel-Ultra, ich meine, auf einer Insel kommst du halt nicht zu Fuß. Aber wir sind halt echt in den letzten Jahren draufgekommen, es gibt so viele coole Läufe in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Italien, in der Slowakei. Und das ist halt alles zugläufig, würde ich mal sagen. Also ja, ich weiß schon, Cross-Border-Rail ist super. Das ist auch schon ein Ultra für sich. Ein eigenes Abenteuer auf jeden Fall, ja. Ja, und die Deutsche Bahn und das deutsche Internet sind auf Du und Du. die sind irgendwo, haben die falsche Abbogen in den 90er. Aber es gibt so viele schöne Läufe, dass diese ganze, ja, wie soll man sagen, Ultra-Jet-Set-Teil eher unnötig ist. Weswegen ich, ganz ehrlich, wenn ich beim Triathlon, sollte ich jemals bei einem Langdistanz-Triathlon mitmachen, keine Ahnung, welchen Gründen. Bei Laufverletzungen kommt man auf solche Ideen, aber das ist am Rande. Ja, Wette verloren, ja. Oder keine Ahnung. Es gibt immer gute Gründe, ja, für sowas. Ich glaube nicht, dass ich nach Kona fliegen würde. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja gut, allein die Tatsache, sich für Kona zu qualifizieren, ist ja mittlerweile einfach so schwierig und teuer geworden, dass, und dann an sich ist es auch noch teuer. Also ich kann jeden verstehen, der den Traum hat, aber es ist mittlerweile sehr unattraktiv geworden. Aber grundsätzlich ist das Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist extrem brisant, finde ich, weil, also zum einen habe ich tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass die Leute nach Corona ein bisschen vernünftiger werden und an der einen oder anderen, Stelle vielleicht auch merken, dass es halt auch nicht unbedingt nötig ist, alle zwei Wochen einen Wettkampf zu machen, sondern dass man auch einfach ein bisschen wieder mehr. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Wie jetzt da? Okay, soll ich es mal ganz langsam erklären? Ja, bitte. Man kann auch ohne Startnummer laufen gehen, auch in den Bergen. Ist auch schön. Hm. Ja. Da gibt es auch Bier danach. Ja, aber okay. Fair. Jetzt bin ich wieder im Boot. Weil sonst, der Training ist halt so, kann man machen, aber ist eigentlich ziemlich Mist. Also ich trainiere eigentlich nur für den Wettkampf. Ja, aber ich finde es halt teilweise schon krass, wenn es halt nur noch darum geht, dass man irgendwie bei einem Wettkampf steht. Und also es macht ja aus Trainingssicht einfach auch keinen Sinn, weil du zerschießt dich ja damit. Also es ist auch nicht nachhaltig, also für den eigenen Körper, mal davon angefangen. Ja. Also ich habe so die Vision, das sieht man beim Rennsteig schön, dass ich halt mit 70 da irgendwie auch noch so ein Zeugs rennen kann. Und ich glaube, dafür muss man halt echt ein bisschen vorsichtig mit seinen eigenen Ressourcen umgehen. Und dieser Mythos, ich gehe zum Wettkampf, aber ich laufe das nur ganz kontrolliert, ne, kennen wir ja alle.
Genau. Also, diese Aussage habe ich noch nie getätigt, weil ich kenne mich. Ja, also sprich, das war so das Erste, wo ich dachte, okay, vielleicht haben die Leute ja jetzt durch Corona gelernt, dass es so auch nicht sein muss, sondern dass man, wenn man weniger macht, mehr davon hat. Aber das war offensichtlich schon mal ein Trugschluss. Für mich selbst hat das so ganz gut funktioniert. Also ich habe die Lektion auch verstanden für mich. Und das Zweite ist halt, das Flugverhalten, um es mal einfach also da direkt auf die Nase zu hauen. Weil ich glaube, das mit dem Auto ist gar nicht so das Thema, weil sobald mindestens zwei Leute im Auto sitzen, ist das klimatechnisch dann ganz okay und zu den meisten Wettkämpfen fährt man ja jetzt eher nicht alleine, also von daher, das kannst du mal ausklammern, aber Fliegen ist halt ein Riesenproblem und das ist bei uns im Haushalt ein großes Thema, weil mein Freund zufälligerweise seit 20 Jahren Klimaforscher ist, also quasi da sehr stark an der Quelle sitzt und mich das aber jetzt mittlerweile auch schon sehr stark beschäftigt, also ich habe auch eine Bahncard 100 und versuche wirklich auch möglichst alles mit dem Zug zu fahren. Eine Bahncard 100 ist jetzt für alle Österreicher bei uns im Endeffekt sowas wie bei uns das Klimaticket, glaube ich, oder? Na, du kannst damit unlimited fahren, ja. Also auch. Ja, okay, das ist, ja, bei uns ist das jetzt das Klimaticket, das ihr, ich glaube, einmal dieses Jahr mit diesem 9 Euro für einen Monat oder zwei Monate ausprobiert habt und draufgekommen seid, dass es eine super dumme Idee ist, dass es viel besser ist, unbegrenzt schnell auf der Autobahn zu fahren und das unterstützt man mehr oder so. Irgendwie so in die Richtung. Also, deutscher Geist, komischer Geist. Ja, mit der Bahncard 100 darfst du halt auch die schnellen Züge nehmen. Mit dem 9 Euro Ticket durfte man ja nur durch die Gegend bummeln. Das war ja nur der Regionalverkehr, Interessant, na, weil bei uns dieses Klimaticket ist ja, ich meine, das kostet auch, ich glaube, 1000 Euro im Jahr oder so, oder 1100. Ja. Aber du fährst mit egal was, egal wohin, egal wie schnell. Okay, gut, aber Österreich ist ja auch ein bisschen kleiner, da kommst du ja nicht ganz so weit wie in Deutschland. Details. Naja, aber mal zum Thema zurück. Man hat ja schon gedacht, dass vielleicht auch eine Klimakrise und die ganzen Naturkatastrophen, die wir gerade haben. Und also ich meine, die Beweise sind ja jetzt oder Zugspitze, schmelzende Gletscher, also muss man ja gar nicht weit gucken. Also der Gletscher da oben, der sah dieses Jahr im Juli aus, wie er sonst irgendwie Ende September ausschaut, also verheerend. Ja, gerade für Trailrunner ist das ja, glaube ich, was, also gerade für unsere Community ist es ja auf wirklich augenscheinlich. Oder wir waren diesen Sommer zwei Wochen in Chamonix im Urlaub, wo irgendwie, glaube ich, sechs Wochen lang kontinuierlich über 30 Grad waren. Also Chamonix ist so wie Garmisch, das ist unvorstellbar, diese Hitze. Also das ist die Gletscher, die kenne ich da schon ein bisschen länger. Da hat man kurz mal irgendwie Tränen in den Augen gehabt. Ja, also jeder, der dort in diesem Museum in Chamonix war und gesehen hat, wie dieses Werdeglas im dass die 60er ausgeschaut hat, zu jetzt, das ist brutal. Ja, genau. Und wenn du dann siehst, dass die Leute jetzt aber eigentlich so in dem ersten Jahr, wo ja fast alles wieder geht und die Wettkämpfe auch stattfinden, durch die Gegend fliegen, als ob es keinen Morgen gibt, das macht mich einfach krass. Also ich finde es einfach krass. Also ich will niemandem Fliegen verbieten, aber ich denke, man sollte halt irgendwie wissen, dass jeder Flug eigentlich einer zu viel ist und zumindest mal irgendwie kritisch fragen, muss das jetzt sein? Und vor allem auch, wie lange fliege ich irgendwo hin? Also wenn man jetzt für drei Wochen irgendwo eine Fernreise macht, okay, wo es bei mir echt aussetzt, ist jetzt New York Marathon, war ja das beste Beispiel, wo die Leute alle einen Wochenendtrip nach New York machen für diesen blöden Marathon. Und ich denke, das ist eigentlich so krass. Also erstens haben die offensichtlich alle zu viel Geld, ist ja auch nicht ganz billig. Und zweitens halt, also es ist jetzt keine Neiddebatte, aber ich finde es halt einfach hinterfragenswert, ob das wirklich so cool ist und ob das sein muss. Und wenn dann die gleichen Influencer irgendwie eine Woche später ans andere Ende der Welt fliegen, weil sie da noch irgendwo eingeladen sind von dem Veranstalter, um da irgendeinen Etappenlauf mitzumachen, dann haut es mir echt den Boden raus. Also das ist der Moment, wo ich wirklich wütend werde. Und das sind dann noch so Influencer, die sich dann teilweise noch hinstellen und sagen, ich gehe ab und zu mal Müll sammeln beim Trailrunning, ich bin total umweltbewusst und haben dieses Jahr, glaube ich, schon irgendwie 10 oder 15 Flüge in TUS und das, also wow. Ja. Und dann haben sie aber ihre Community, die sagt, oh, ihr seid so toll und ich so, was? Ja, also ich verstehe jetzt da jemanden, der sagt, da würd ich niemanden einen Vorwurf machen, der sagt, hey, ich möchte diese Major Marathons irgendwann einmal laufen, weil ich bin Marathonläufer und das ist geil und das wollte ich immer schon mal machen und weiß ich nicht, ich wurde jetzt gezogen für Tokio. Das ist eh super, super schwierig und deswegen fliege ich dorthin und ich schaue mir die Stadt an, weiß ich nicht, mach drei Wochen Urlaub dort und eh alles super. Ja. Auf meiner Liste steht auch der Hong Kong 100. Der steht dort bei mir ganz oben und wenn ich mich dort anmelde und hinfliege, dann werde ich dort wahrscheinlich Urlaub machen. Das hat einen ganz persönlichen Hintergrund. Ich bin dort geboren und möchte dann einmal hinfliegen. Fertig. Das kostet viel Geld. Das ist klimatechnisch scheiße. Aber in dem Fall ist mir wurscht.
mache ich trotzdem, wenn ich kann. Ja, ist ja auch völlig okay. Also, aber das macht man dann, oder wenn jemand sagt, ich will beim New York Marathon unbedingt mal mitlaufen. Mhm. Ich fliege dorthin und dann schaue ich mir New York an und Washington und so weiter und so fort und ich schaue mir das alles dort an, vor Ort. Ja, 1000 Rosen, mach halt. Schwierig wird halt dann, wenn jemand sagt, ich fliege jetzt, weiß ich nicht, die verdammte Golden Trail Series, jedes Rennen durch die Gegend, obwohl ich jetzt nicht, also einfach nur, weil ich dort irgendwas mache. Oder ich will mich für ein UTMB sicher qualifizieren und deswegen fliege ich zu jedem dummen Rennen, das irgendwo auf der Welt stattfindet, nur damit ich irgendwie 3 Running Stones mehr kriege. Ja. Das macht halt keinen Sinn. Naja, okay. Und das ist eben genau das, was ich doof finde. Da, weil ganz ehrlich, wenn ich, keine Ahnung, mir fällt jetzt gar kein sinnvolles Land ein, aber wenn ich sage, ich wohne irgendwo, wo ich nicht ordentlich Trail laufen kann, oder es gibt keine Wettbewerbe dort bei mir, die ich machen will, deswegen muss ich wohin fliegen. Okay, aber wenn ich aus der Dachregion komme, gerade als Österreicher, und wenn man da einer sagt, er findet nicht genug Trail-Wettbewerbe in seiner Distanz, dann ist er einfach ein Stocktrottel. weil du findest in Österreich, Deutschland und der Schweiz zwischen 4 Kilometer und 250 Kilometer jede Distanz. Ja, zwar mehrfach. Nimm noch Italien mit dazu, die haben auch ein paar ganz schöne Rennen, habe ich gehört. Ja, Italien, KMK-Monarchie, das ist ja quasi Österreich. Wow. Grüße gehen raus an alle Tiroler Zuhörer. Ja, Südtirol, Spanien, Hauptsache Österreich. Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Also es ist so einfach nur Konsum, also machen, 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 abhaken, abhaken, abhaken. Und das finde ich wirklich grässlich. Also das ist so, als ob es keinen Morgen gibt. Und das Thema ist halt einfach sehr, sehr brisant. Ich würde auch gerne mal wieder einen Langstreckenflug machen. Ich finde auch Reisen schön, aber... Wobei... Wenn man sich die Klimakurve ansieht und wo wir hinsteuern, ist es mit, als ob es kein Morgen gibt, gar nicht einmal so weit hergeholt. Ja, also wie gesagt, ich habe ja die Faktenlage sozusagen im Haus und mein Fingertips. Ja. Also schnell machen, solange es noch geht. Ja, aber ohne Witz. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist das Motto, nach dem viele Menschen leben, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut ist mir dann jetzt scheißegal. Das sind auch meistens Leute, die eher keine Kinder haben. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, also ich bin Team Optimismus. Also ich denke, man kann immer versuchen, was zu tun. Und da kann auch jeder bei sich selbst anfangen. Jetzt mal unbenommen dessen, dass die Politik da sicherlich auch in der Pflicht ist. Aber solange halt alle irgendwie drauf warten, dass ihnen alles verboten oder vorgeschrieben wird, wird es halt auch nicht funktionieren. Und das finde ich halt schon... Ja, und dann ist man dagegen. Das dann auch noch, ja. Ich sage nur, Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Halleluja. Lass uns eine Schweigesekunde einlegen. Danke, Merkel. Aber das ist halt so dieses tägliche Eigenverantwortung von sich wegschieben. Und wenn das dann halt auch noch Leute sind, die signifikante Reichweite in Social Media haben, dann geht mir echt die Hutschnur hoch, weil das ist so verlogen, das ist so... Also ich finde es einfach krass, muss ich sagen. Es macht mich wirklich wütend. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann. Ich habe mich da jetzt mit einigen Leuten drüber unterhalten in den letzten Wochen. Die Mati aus Berlin zum Beispiel, die hat jetzt so einen Instagram-Account gegründet, Runners for Climate, und versucht da jetzt einfach so ein bisschen Content zu posten, weil da geht's genauso. Mhm. Also es sind ja schon viele, die das auch so sehen und die auch gefrustet sind. Und man versucht jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen da auch seine Stimme zu finden und einfach auch mal die Gegenposition ein bisschen gegen diese ganze Social Media viel Good Bubble, wir sind Läufer, wir sind gute Menschen, weil wir Sport machen, zu positionieren, weil so einfach ist es halt am Ende des Tages nicht. Interessant ist ja, dass gerade von den bekannten Trailläufer und Trailläuferinnen sind ja sehr viele auch sehr umweltbewusst. Ob das jetzt der Damien Hall ist, ob das jetzt der Kilian Jornet ist, ob das jetzt der François Denne ist, die ja wirklich alle sagen, hey Kinder, muss man nicht. Ja, natürlich fliegt François Denne mal nach Amerika und retour.
Ja. Aber war nicht François Dehn, der gesagt hat, er fliegt nicht nach Thailand zu der WM, weil er nicht schon wieder einen Langstreckenflug, genau. Der war das doch, oder? Ja, das fand ich auch aber, cool. Aber der war, und letztes Jahr war er halt beim Hard Rock. Und ich verstehe, und wenn jetzt jemand sein Geld damit verdient, und das ist sein verdammter Job, ja. und die WM findet halt irgendwo statt. Ich meine, irgendwer muss halt irgendwann zu einer WM hinfliegen. Ich meine, ja, okay, das ist so, wie wenn du sagst, okay, Olympia muss halt irgendwo stattfinden und alle, die nicht gerade dort wohnen, werden halt hinfahren oder hinfliegen müssen. Na gut. Ja, definitiv. Aber das ist dann ja wirklich eine Weltmeisterschaft. Da fliegen jetzt dann nicht 50.000 Menschen irgendwie hin. Also außer es ist eine Fußball-WM, die ist einfach nur doof. Aber das ist eine andere Geschichte. Da ist das Fliegen das geringste Problem bei dem Teil. Aber das Schlimme ist ja, dass die Elite sagt, das ist nicht gut, mach das nicht. Oder dass man sagt, hey, achtet darauf, ihr wisst, das ist eigentlich eure Hut und passt drauf auf. Und dass dann halt viele, die, ja, ich tue mir bei Influencern immer schwer, weil ich glaube, manche haben auch gute Absichten, aber sind halt nicht die Schlausten. Naja, also ich glaube, eigentlich ist es eher so, dass viele einfach keinen Bock haben, ihren Lifestyle zu verändern, solange sie nicht müssen. Also es ist einfach, solange nicht genug Druck da ist, dann ist es halt einfach so, man macht halt das, was Spaß macht. Ist ja ein hedonistischer Lifestyle, den ja viele Menschen verfolgen. Die Frage ist nur, wie groß der Fußabdruck ist, den man dabei hinterlässt. Also Hedonismus kannst du ja in vielen Formen ausleben. Wenn du ihn mit viel Fliegen auslebst, ist halt super scheiße. Aber der Rest ist selektive Wahrnehmung. Also ich meine, Kilian hat ja gestern gerade dieses Posting gemacht, wo er gesagt hat, dass er halt nicht zum Hard Rock fliegen wird, weil er nur noch einen Langstreckenflug pro Jahr machen wird. Und er hat schon irgendwas anderes, egal. Aber ich meine, der Mann verdient halt tatsächlich ja sein Geld damit, wo ich sage, okay, das ist sein Job. Also das könnte ich irgendwie noch verstehen. Eben, und eigentlich wollen wir es ja auch sehen, wie Kilian bei irgendwelchen Wettkämpfen antritt und so. Also aber ich kann es auch total nachvollziehen, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, weil ich glaube, er hat mal irgendwann zusammengerechnet, wie viel er in seinem Leben schon geflogen ist und ist zu dem Schluss gekommen, es reicht dann auch einfach mal. Und da habe ich echt den vollsten Respekt und das finde ich auch richtig cool. Aber das Posting wird dann halt von vielen, glaube ich, eher nicht so genau durchgelesen und beziehungsweise soll Kilian halt machen, ist nicht mein Problem. Ja, na, und es ist ja auch bei seiner Schuhmarke. Ich kaufe ihm tatsächlich ab, dass er das so meint, wie er es sagt. Ja, ich auch. Der ist jetzt ist extrem viele Kilometer mit seinem Trailschuh, also auf diesem Trailschuh draufgelaufen, was er eigentlich nicht muss, wenn er die eigene Marke hat. Ja. Aber ich glaube ihm, dass er das tut und sagt, hey, der Schuh hält das einfach. Und es ist kein, wie beim Marathon jetzt der 250 Kilometer Schuh und dann ist er halt tot. Diese Carbon-Schuhe. Das ist absurd. Es ist absurd. Das ist, jeder Kilometer kostet dir einen Euro. Ja. Also, das kriegst du nicht einmal mit der Pendlerpauschale rein. Wenn du zu Fuß läufst, das ist ja doof. Also kann ich für die Elite-Läufer und so ist das ja alles schön und recht und auch geil, wenn da tatsächlich du damit noch schneller laufen kannst, aber ich finde es einfach witzig, wie jetzt ganz viele Leute, die irgendwie einen Marathon in 4 Stunden plus laufen, meinen, sie müssen mit einem Carbon-Schuh laufen, wo du dir einfach nur die Haxen kaputt machst damit, aber gutes Marketing, kann man sagen. Ich habe so einen Schuh tatsächlich einmal ausprobiert auch und habe mit zwei Fachverkäufern gesprochen und gesagt, Was für Tempo. Und beide haben zu mir gesagt, du, über 4 Minuten am Kilometer, vergiss es. Ja. Also denk drüber nach, wenn du deine Distanz, also Halbmarathon oder Marathon oder 10 Kilometer, wenn du die Sub-4 laufst, dann kannst du drüber nachdenken, weil dann hast du eine Lauftechnik, dass das Sinn macht. Alles andere ist einfach schwerst bescheuert. Das bringt nichts. Also ja, du gibst uns viel Geld, das ist toll, toll. Aber es hat einfach keinen Sinn, weil das ist ja kein Sprungfederschuh, sondern der hat einfach ein bestimmtes Abrollverhalten. Das ist der Schmäh dahinter. Ja, und du musst das halt auch speziell trainieren. Also das geht ja voll auf die Wadenmuskulatur. Also wenn du das nicht gewohnt bist und dann läufst du ja schon mal die ersten 250 Euro im Training runter, bis du überhaupt mit dem Schuh klarkommst und so. Das ist ja das nächste Problem. Der ist ja eigentlich zu schade, um ihn im Training anzuziehen. Musst du aber, weil sonst wirst du im Wettkampf halt Wadenkrämpfe kriegen. Genau. Und das ist gleich, wie wenn du sagst, ich laufe jetzt da auf der Bahn das erste Mal an Wettkampf. Okay, ich kaufe mir für diesen Wettkampf jetzt zum ersten Mal Spike-Schuhe. Ja,
Toll, ich meine, kann man auch machen, ist sicher geil. Sagt's mir vorher Bescheid, ich komm mit der Kamera. Das gibt schöne Bilder, kurz danach vor allem. Aber gerade dieses, weil du gesagt hast, diese Langstreckenflüge oder die Flüge an sich sind ja im Laufen, im, also das, da tut, da, ich glaube, da tun sich Läufer, Triathleten, Trailrunner, da schenken sie sich nichts. Also wenn es um tolle Wettkämpfe geht, sind sie alle auf, oh toll, da fliege ich mal hin. Ich muss sagen, witzigerweise finde ich, dass tatsächlich da die Triathleten momentan fast noch mehr offene Diskussionen führen, weil die wissen eigentlich schon ganz gut, dass Triathlon super scheiße fürs Klima ist, weil eben schon immer viel geflogen wird und du eine Materialschlacht hast und so. Das heißt, da ist das Bewusstsein schon ein Stück weiter, weil man eigentlich vorher schon wusste, dass es vielleicht auch jetzt umwelttechnisch nicht ideal ist. Währenddessen, ich glaube, tatsächlich gerade die Trailrunner, die sind halt immer noch so in ihrer Feel-Good-Bubble, so ich laufe doch in der Natur und alles ist schön und die Vögel zwitschern. Ich mache auch beim Blogging mit. Ja, und ich sammle ab und zu mal Müll auf, genau. Und dann ist alles schick und man muss kein schlechtes Gewissen haben. Und wenn ich dann irgendwie noch vegetarisch esse, dann ist sowieso alles gut. Aber so einfach ist es halt nicht. Ja, ich muss zugeben, ich habe auch schon versucht, den einen oder anderen Trail-Wettkampf mit dem Zug zu erreichen. Und Trail-Wettkämpfe sind halt am Berg. Ja. Und der Zug und Berg ist halt jetzt nicht immer super kompatibel und wenn du dann zweimal mit einem Regionalbus umsteigen musst, bis du irgendwo bist, es ist halt auch scheiße. Ja, bin ich voll bei dir. Also ich bin dieses Jahr einmal nach Sizilien mit dem Zug gefahren, das war auch schon sehr unterhaltsam, weil ich zum Essex Frontrunner International Team Meeting nicht fliegen wollte. Zurück bin ich dann aber geflogen, weil sonst wäre die Reise insgesamt sehr lang geworden, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Nee, also wie gesagt, wenn du nicht alles alleine mit dem Auto fährst, ist das ja auch okay. Also da wird ja auch jeder Klimaexperte sagen, naja, also wenn du Fahrgemeinschaften bildest, ist ein halbwegs modernes Auto, was jetzt nicht gerade so eine schwarze Rauchwolke hinten rausschießt, ist da mit Abstand das kleinere Übel, währenddessen ein Flug ist halt immer viel, viel, viel schädlicher. Ja, naja, und wenn man gerade, wenn man so lokale Geschichten macht und sagt, okay, ich fahre mal nach Garmisch-Partenkirchen, ich fahre mal nach Innsbruck, ich fahre mal nach Norditalien oder nach Frankreich, selbst nach Chamonix, wenn ich mit dem Auto hinfahre und ich bin zu viert in diesem Auto, ist immer noch besser, als ich fliege nach Genf und fahre dann mit irgendwas wieder retour. Ja, voll. Ja. Mit dem Bus. dann habe ich das Schlechteste aus beiden Welten, bin lang unterwegs gewesen und es war schädlich. aber das ist wirklich was, da warte ich noch drauf, dass es auch wirklich auch bei den Herstellern so ankommt, weil du jetzt gerade gesagt hast, ASICS Frontrunner. Mittlerweile ist es ja bei jedem Hersteller, zumindest in der Marketingabteilung, angekommen, dass es total geil ist, wenn man irgendwie mit recycelten Fischnetzen, irgendwelchen Abdeckfolien oder sonst irgendwas irgendwie einen Schuh, eine Hose oder eine Haube bastelt und dann ist man nachhaltig gewesen. Und parallel dazu baut man die 250 Kilometer Schuhe. Was halt so semi ist. Ja. Kann man machen, aber es ist halt, ja, das ist halt, ich bin ein nachhaltiges Unternehmen, aber ich engagiere mich in der Formel 1. Ja. Es geht. Also das ist, finde ich, ein sehr komplexes Thema, weil, ja, nee, zum einen hast du völlig recht, also das ist nach wie vor ganz viel Greenwashing und Augenwischerei, aber eigentlich bei allen großen Laufartikelherstellern, also da nehmen sie sich meiner Meinung nach alle nicht viel. Andererseits muss man ja sagen, es geht immer noch um Laufen und Sport, also es gibt sicherlich Industrien, die wesentlich unerfreulicher sind und einen noch größeren Impact haben. Also von daher weiß ich jetzt auch, ich denke jetzt auch nicht, dass die Sportartikelhersteller jetzt unbedingt die allerersten sein müssen, die da die Welt verändern. Aber es wäre natürlich schön, wenn sie es ein bisschen intensiver tun würden. Und du hast natürlich dann einfach so Stories wie die von Patagonia, die ich halt nach wie vor krass finde. Ich meine, der Mann hat einfach 3 Milliarden verschenkt und hat das auch noch so gemacht, dass tatsächlich jetzt jedes Jahr irgendwie 200 oder 300 Millionen direkt in den Klimaschutz fließen. Und da ziehe ich alle meine nicht existenten Hüte, weil also davon bin ich echt schwer beeindruckt. Und ich habe vorher schon Patagonia-Sachen besessen. Du hast die ja auch wirklich lange, weil die gehen ja tatsächlich nie kaputt. Und du kannst sie reparieren. Ach, die Farbe kann ich eigentlich nicht mehr sehen, aber nützt ja nichts. Aber ich muss sagen. Da muss ich auch sagen, VD ist da sehr nett. Ja. Na, VD macht ja auch schon seit Jahren eigentlich. Die sind ja im deutschen Markt schon Best Practice. Die machen ja schon viel, viel mehr als andere. Aber ich glaube, Patagonia ist halt allen irgendwie auch nochmal 3 Kilometer voraus. Und ich muss sagen, meine
meine Neigung, jetzt einfach die paar Euros mehr auf den Tisch zu legen und mir ein Patagonia-Teil zu kaufen, ist auf jeden Fall seitdem nochmal stark gestiegen, weil ich weiß, dass jeder Euro Gewinn in den Klimaschutz fließt und das finde ich absolut unterstützenswert. Und ich meine, das dann so beispielsweise sage, okay, der hat jetzt nicht irgendwas gemacht, sondern der hat einfach gesagt, hier, 3 Milliarden, mir scheißegal, ich bin ein alter Mann, ich kann es eh nicht mit ins Grab nehmen, ich will einfach, dass was passiert und es läuft die Zeit weg. Und das finde ich richtig beeindruckend, das finde ich super. Aber ich habe da mit ganz vielen Leuten drüber geredet und ganz viele haben gesagt, ja, das ist ja auch nur so ein PR-Stunt und na, der hat ja seine Schäfchen auch ins Trockene gebracht. Und ich sage, nee, Moment. Also als Unternehmer kennt man sich ja ein bisschen aus. Sage, das, was der gemacht hat mit dieser Stiftungskonstruktion, ist ziemlich neu. Und er hat ja auch gesagt, die haben ja Jahre rumgetüftelt, wie sie das jetzt hinkriegen. Gebastelt, ja, genau. Weil an die Börse gehen und so. Also das hat alles nicht funktioniert, weil er wollte ja eigentlich die Kontrolle, dass die Gewinne wirklich da reinfließen und gleichzeitig, dass er quasi dieses Eigentum los wird. Und das sei ja gar nicht mal so trivial. Also das ist ja eigentlich der Witz, dass du da noch irgendwie dir den Kopf... Und sobald du an der Börse bist, bist du halt gone. Also dann ist das... Deswegen könnten es ja viele große Hersteller, selbst wenn sie es wollten... ginge es gar nicht. Ja, also die müssten sich selber ja dann von der Börse wieder zurücknehmen. Kommt noch dazu, Es geht auch, der Michael Dell hat das auch gemacht und das ist jetzt ein super großes Startup. Aber, das kriegt auch nicht jeder hin und sobald du da komplett abhängig bist von deinen Investoren, dann ist halt schwierig. Naja, auf jeden Fall fand ich, dass da viele Leute das, also da waren sehr zynische Kommentare und wenn du dann geredet hast und das nochmal erklärt hast und so, haben dann viele gesagt, dann ist es ja vielleicht doch kein PR-Stunt und so, wo du merkst, dass diese ganze Kommunikation auch ein Stück weit vergiftet ist. Also mich beschäftigt das ja als Unternehmerin auch stark. Also ich meine, wir sind eine Online-Marketing-Agentur, wir haben keine Produktion, also wir haben jetzt keine ganz offensichtlichen Potenziale, CO2 einzusparen, aber wir versuchen halt schon bei unseren Kunden da echt drauf zu achten und auch Sachen zu unterstützen, die eben in diese Richtung gehen, werden jetzt irgendwie wahrscheinlich uns auch versuchen lassen, als B Corp Unternehmen zertifizieren zu lassen. Da hast du so irgendwie 250 Fragen. Das geht halt von Umwelt über Sozialleistungen bis, also einmal so quer quasi durch alle Unternehmensbereiche durch, wo du natürlich auch nochmal ganz viel Input bekommst, was man eben einfach auch noch machen kann, um sich da weiterzuentwickeln. Mhm. Also man hat da ja schon als Unternehmer relativ viel Gestaltungsfreiheit, man muss sie halt auch nutzen wollen. Und man muss auch dann sagen, okay, das ist es mir wert. Ja. Wenn ihr in diese Richtung geht, gehe ich davon aus, dass ihr jetzt nicht unbedingt alles in Krypto gezahlt bekommt. Zwecks der Nachhaltigkeit wäre es gewesen. 0%. aber das ist bei vielen Menschen und dann, also nicht nur Unternehmen, sondern es fängt ja bei den Menschen an, weil wenn 80% der Menschen sagen würden, ja, wir wollen das so und so haben, dann würden es die Unternehmen ja auch so machen müssen, weil wurscht, ob das jetzt da Facebook, TikTok, Amazon, Projector oder whosoever ist, wenn die Kunden sagen, wir wollen nur mehr das haben und das nicht, dann ist es halt nicht. Nur als Unternehmen, wenn du diesen Druck nicht hast, dann warum sollst du das denn auch machen? Jein. Weil diese Menschen arbeiten ja auch bei dir. Also tatsächlich ist es so, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was die Quelle war, aber es gab vor nicht allzu langer Zeit mal so eine Studie, wo eben quasi verglichen wurde, was an Klimaregulierung von der Regierung kommt und was Unternehmen freiwillig schon tun, weil sie irgendwie verstanden haben, wenn ihnen jetzt alles um die Ohren fliegt, dann ist halt auch scheiße, weil dann bricht auch dein Markt zusammen und dann hast du als Unternehmen auch nichts davon. Und da kam tatsächlich raus, dass ganz viele Unternehmen freiwillig schon wesentlich mehr tun in Sachen Umweltauflagen und Klimaschutz, als die Regierung von ihnen fordert. Weil die Unternehmen eigentlich, wenn sie nicht ganz blöd sind, da schon mental einen Schritt weiter sind und verstanden haben, dass man jetzt in gewisse Dinge investieren muss, damit wir in 10 Jahren überhaupt noch irgendwas haben. Ja. You know, ja, aber das meinte ich mit den Menschen in den Unternehmen müssen soweit sein, weil wenn jetzt, weiß ich nicht, du hast ein Unternehmen mit 80 Mitarbeiterinnen und wenn die jetzt alle sagen, hör zu, wir wollen keine Kapselkaffeemaschinen bei uns haben, sondern wir wollen einen anderen Kaffee haben, weil Kapselkaffee ist scheiße und wir würden bitte gern statt, weiß ich nicht, irgendwie einen Dienstwagen haben, bitte, wir würden gern diese Leihfahrräder oder nicht Leihfahrräder, wie heißt das? Jobfahrrad haben. oder von mir aus die Bahncard oder sonst irgendwas. Also ich kenne in Österreich einige Unternehmen, die sagen, hey, das geben wir als Goodie zu Weihnachten aus oder als Prämie aus und das wird meistens sogar noch steuerlich begünstigt und hin und her. Also
wenn dann die Menschen, die bei dir arbeiten, von selber kommen und den Druck aufbauen und sagen, hör zu, das bringt dir vielleicht auch noch was, huhu, aber wir wollen das, dann tut man es auch eher. Weil ein Unternehmen an sich, ein Unternehmen an sich und Eigentümer geführt, ist ja noch gut, aber je größer das wird, desto dümmer wird der Unternehmer. Das stimmt. Weil dann ist es nur mehr Instanz A und Abteilung B und dann schaut jeder auf seins und es ist fertig. Es wird zumindest schwieriger, eine Strategie in so eine Richtung zu bewegen, da gebe ich dir recht. Genau. Nee, also das ist ja schon so, je mehr Druck, egal von welcher Seite kommt, desto schneller bewegt sich was. Aber um mal auf die Laufszene zurückzukommen, was glaubst du denn, was man tun kann? Also was wäre denn ein Ansatz? Ich meine, wir können jetzt ja hier sitzen und frustriert sein und uns ärgern, aber was kann man denn tun, um das Thema ein bisschen zu beschleunigen? Also sein eigenes Verhalten, okay, klar, das hat man selber im Griff, sind wir uns ja einig, aber das weiß nicht, irgendwie reicht mir das nicht. Ja, es ist insofern ein bisschen schwierig, weil jetzt gerade nach den letzten 2 Jahren sind ja alle ein bisschen wettkampfgeil wieder. Ach nö, meinst du? Ja, so im Sinne von, ich will jetzt da unbedingt wieder andere Menschen in echt sehen und nicht mögen. Also jetzt, ich will sie nicht mehr nur online nicht mögen. Für mich selber, was ich cool finde oder wo ich versuche oder wo wir versuchen, dass wir das ein bisschen proklamieren, ist auch, hey, fahrt, wenn sie aus Wien seid, wenn sie aus Innsbruck seid, wenn sie aus Salzburg seid, wenn sie aus Bayern seid, hey, fahrt, schaut euch an, was gibt's in eurer Gegend. Schaut euch beim DOV an, was gibt's für Ultraläufe, wenn sie jetzt in der Ultralaufszene seid. Schaut euch vom Trailrunning Magazin den Rennkalender an. Es gibt im Umkreis von, keine Ahnung, 400 Kilometern von euch so viele coole Läufe, weil dass du die 80% alleine trainierst, gerade wenn du auf lange Distanz, also je länger die Distanz wird, desto mehr trainierst du alleine, eh klar. Weil 5 Uhr morgens ist jetzt dann nicht so die super Community-Zeit am Samstag. Also ich gehe nie 5 Uhr morgens laufen. Ich versuche es zu vermeiden, aber wenn der Rest des Tages nicht komplett im Eimer sein will, dann musst du in der Früh raus, es hilft dir nichts. Ich kenne diese zeitlichen Konstellationen, ja. Ja, dementsprechend. Aber wenn es dann einen Wettkampf hast, ganz ehrlich, ob ich jetzt da auf Madeira laufe oder ob ich in Salzburg laufe, ist es da für die Leistung völlig Latte. Es ist völlig wurscht. Und ich kann, ob ich jetzt da beim Rennsteig oder in Innsbruck laufe. Ja, das macht sicher einen Unterschied, weil Innsbruck einfach ein anderes Höhenprofil hat. Aber Innsbruck, Slowenien oder der CCC, ganz ehrlich, der CCC hat ein paar Höhenmeter mehr. Das sind schon auch schöne Berge da, aber nach Chamonix kommt man, haben wir schon festgestellt, auch ganz gut beim Genau, Aufbruch. Chamonix, toll, aber wenn jetzt quasi Chamonix replizieren würde auf die Ostküste in Amerika und sagen würde, okay, muss ich jetzt dorthin fliegen, nur weil es dort einen großen Namen hat? Nein, muss ich nicht, weil es gibt Chamonix in Europa auch. Nein, ich muss nicht nach Cape Town fliegen, ich kann auch, weiß ich nicht, in der Schweiz was laufen, weil warum auch nicht? Oder dann schaue ich mal, was es in Polen gibt oder in, keine Ahnung, in Ungarn. Ja. Da bin ich nämlich mit dem Zug auch in 5 Stunden. Du, allein wenn du dir die Alpen anguckst, ich bin ja ein Riesenfan von den Alpen, weil also ich war noch nicht mal annähernd in allen Ecken und ich gehe ja auch Skifahren und Skitouren und so Sachen wie Alpenüberquerung mit diversen Beförderungsmitteln. Also da hast du ja eigentlich einen Lifetime vor dir, wo du beschäftigt bist, wenn du einfach nur die Alpen gut kennenlernen möchtest. Also ich sage nicht, dass ich nicht auch noch mal woanders hin möchte, aber das macht mich eigentlich ziemlich glücklich, wenn ich da unterwegs bin, weil da hast du gut zu tun und das ist alles anders und du fährst 100 Kilometer weiter und es sieht komplett anders aus. Also ich finde, ist eigentlich schon, also wir haben da in Europa schon eigentlich sehr viel vor der Nase, was auch international vergleichen durchaus standhält, weil es eigentlich ziemlich geil ist. Und das sollte man sich auch wirklich einmal alles ansehen. Also wir waren das Jahr in Saalbach, super schön, also Fotos behaupten, es war ein super, super schönes, super schöner Trail und ich glaube das auch. An dem Tag, wo wir dort waren, war es scheiße. Und zwar nur an diesem Tag. Der Tag davor und danach war blauer Himmel. Aber ja, siehst du, da konntest du dich wenigstens aufs Laufen konzentrieren. Wir haben ja gesagt, wir müssen nochmal hinfahren, weil wir glauben, dass es dort oben wirklich schön ist. Aber
das ist alles schon da. Also du laufst aus dem Ort weg, laufst drauf, rennst die Runde, rennst wieder zurück oder du rennst in Innsbruck, du rennst in Vorarlberg, du rennst in Garmisch, gibt's Läufe, es gibt in Norditalien Läufe und das ist alles, also das kriegst du im Umkreis, na, was sind das, 300 Kilometer, 400 Kilometer? Ja. Das ist eine Tagesreise. Das ist wirklich, das ist dann tatsächlich ein Wochenendtrip, aber ohne Flieger, sondern mit dem Zug. Ja. Und ich glaube, darauf sollte man sich konzentrieren, weil wenn ich jetzt nicht einer von den Top 50 weltweit bin, ist es auch völlig wurscht, wer sonst an der Startlinie steht. Ja. Weil du laufst ja eh nicht, also ja, natürlich kannst du mal einen Sieg mitlaufen. Aber wenn ich mal einen Sieg mitlaufen will, dann suche ich mir ein Format in meiner Kragenweite raus. Den gibt es ja in der Nähe. Du meinst da, wo nicht so viele Leute am Start stehen. Habe ich jetzt nicht gesagt. Wahrscheinlich war das die Aussage, aber ich habe es nicht gesagt. Okay, Entschuldigung, dann nehme ich alles zurück. Ja, der einzige Punkt, warum Ultratrails in den USA tatsächlich ein bisschen geiler sind, ist tatsächlich die Frauenquote. Ich bin einmal im Rahmen von einem längeren USA-Urlaub, den da in Salt Lake City, den Speedgoat 50 mitgelaufen. Ja. Und das war für mich, ich war total geflasht, weil ich glaube, da waren 40% Frauen. Und das hat einfach so Spaß gemacht. Das ist ja ein sehr technischer Ultra. Und du hast einfach den ganzen Tag Frauen gesehen. Du bist nicht nur mit Männern gelaufen, sondern du hast wirklich einfach auch mal so die Frauenkonkurrenz gesehen. Du konntest jemanden überholen, du bist von jemandem überholt worden. Und das war auch alles super nett und wertschätzend. Und da dachte ich mir so, boah, das wäre so schön, wenn wir das in Europa auch hinkriegen. Also da sind die Amerikaner echt ein Stück voraus, muss man sagen. Ja, wobei es interessant ist, gerade nämlich auf den Langdistanzen ist der Unterschied ja Männer, Frauen völlig irrelevant. Ja. Also so im Großen und Ganzen. Also wenn du beim Marathon sagst, okay, du laufst mit der schnellsten Frau mit, wenn das jetzt nicht ein großer Marathon ist, dann würden viele Männer sagen, ja, schaffe ich, weil das ist dann so die 3-Stunden-Marke, so um die Gegend, das schaffen viele. Also ich jetzt nicht, aber viele schaffen das. Aber bei einem Ultra-Trail, so auf die 100 Kilometer, wenn du dann ein ambitionierter Amateur männlich bist und sagst, ich laufe mit der schnellsten Frau mit, na dann, puh, aber anziehen die Turbeschuhe und die Hose enger geschnallt, weil das wird knackig. Naja, wie bei Courtney Dowalter ist Vierter oder Fünfte geworden, oder? Da beim Grand Raid de Réunion. Ja. Brutal. Ja, aber die spinnt. Also so grundsätzlich. Sie ist schnell. Die hat es ja fast, ja. Die fast geschafft, aufs Gesamtpodium zu laufen. Das ist ja eine Sensation gewesen. Ja, aber die ist ja beim UTMB Top 10 gelaufen, gesamt. Ja. Die spinnt. Die ist halt schnell. Ja, eh. Nein. Ich meine, die anderen dort spinnen auch. Also ich hab unter 20 Stunden ist sowieso ist auch die Spinnen. Völlig unvorstellbar, ja. Nee, aber ich habe mal so eine Studie gelesen, wo sie gesagt haben, das waren Wissenschaftler, die haben sich halt so diese Laufleistung angeguckt und haben gesagt, theoretisch, wenn man einfach davon ausgehen würde, dass wenn du jetzt Parität hättest bei den ganz langen Läufen, dann wäre es so, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis, ich glaube, die haben gesagt, ab. Alles, was länger ist als 100 Meilen, sind Frauen eigentlich vom Körperbau besser geeignet. Und sie meinen, der einzige Grund, warum Frauen diese Rennen nicht gesamt gewinnen, ist einfach nur, weil prozentual so viel weniger Frauen dran teilnehmen, dass du halt nicht die gleiche Leistungsdichte hast. Sie meinten, ansonsten wissenschaftlich betrachtet und medizinisch betrachtet und biologisch gesehen, müssten eigentlich ab 100 Meilen plus die Frauen gewinnen, weil sie es einfach besser können vom Körperbau her. Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Entwicklung dahin geht. Das fand ich super interessant. Ja. Vielleicht ist Courtney so die Erste, die das mal umsetzt. Ich glaube tatsächlich, dass wenn es jetzt da vom Frauenanteil höher wäre, dass es wirklich, dass wir dorthin gehen würden. Ich glaube, das Einzige, was Frauen davon abhalten würde, dass sie ganz vorne mitspielen im Gesamtranking, also auch prozentuell gesehen, dass man sagt, okay, das wird sich 1:1 aufheben, ist, das sind Frauen selber. Ich glaube einfach, dass Männer aus, weiß ich nicht, vielleicht evolutionären Gründen, da lehne ich mich jetzt super weit raus, obwohl ich keine Ahnung davon habe, einfach so prinzipiell viel mehr auf diesem Ego-Trip unterwegs sind. Ich muss besser sein, ich muss mich messen, ich muss, weiß ich nicht.
Also ich glaube, da ist diese Verbissenheit einfach viel länger schon im Kopf drinnen. Ja, aber ich glaube, dass Frauen sich mindestens genauso gut quälen können. Also das heißt, tun sie. Aber ich glaube, diese nicht das quälen können, sondern die Verbissenheit ist nicht so da. Dieses, ich muss jetzt unbedingt. Du musst ja aber nicht die Verbissenheit im negativen Sinne haben, um Top-Performer zu sein, sondern musst ja eigentlich eine gesunde Mischung daraus finden. Also ich glaube, die ganz verbissen an die Sache rangehen, die machen es auch nicht lange. Das sind ja dann auch einfach die sich ganz schnell in Grund und Boden laufen. Ich glaube, die einen vernünftigen Umgang haben. Also gerade bei den langen Distanzen brauchst du ja schon mal ein paar Jahre, um deine Karriere aufzubauen, sage ich mal, weil du ja schon viel auch Psyche und Erfahrungen da eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass die da wirklich richtig, richtig gut sind. Also Courtney ist ja jetzt auch schon eine Weile dabei und ich glaube, die weiß mittlerweile, was sie tun kann und was sie nicht tun kann. Und ich glaube, das sind ja die Leute, die dann... Die bleibt immer auch erhalten. Die wirklich richtig gut werden. Und das hat ja also klar ist die sicherlich irgendwie krass drauf. Also muss sie auch sein und die kann sich, glaube ich, sehr, sehr quälen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie verbissen ist in einem negativen Sinne. Und ich glaube, wenn du einfach mehr Frauen hast, dann hast du auch mehr von denen, die, glaube ich, da schon ähnlich ehrgeizig und wettbewerbsbereit sind. Klar, ich gebe dir völlig recht, ich kenne auch ganz viele Frauen, die einfach Angst vor Wettkämpfen haben, sagen, ach, das brauche ich nicht und ich mache das hier nur so für mich. Jetzt melde dich doch einfach mal an, du kannst das. Tschakka, zeig doch mal den Männern, wo der Hammer hängt. Also das ist schon, da brauchen Frauen schon häufig mehr so einen Schubs. Das ist ja, ich muss nicht so ehrgeizig sein und so. Nee, ist ja nicht schlimm, aber es macht einfach Spaß. Tu es doch jetzt einfach mal. Es ist einfach mal schön zu sehen, wo man im Vergleich zu anderen steht. Ist ja auch Motivation. Also deswegen ist der Frauenanteil ja so niedrig. Ich glaube, beim Zut waren es auch nur 12% oder so. Ich denke ja, das nervt die Veranstalter selbst auch. Ja, das glaube ich auch. Und es gibt ja auch ganz viele, glaube ich, Initiativen, dass mehr Frauen jetzt aber sowas mitmachen. Ja. Dass Veranstalter wirklich, also es gibt ein paar Veranstalter, die sind Deppen, aber manche Veranstalter oder viele Veranstalter versuchen ja wirklich auch Frauen dazu zu bringen, dass sie sich anmelden und dass sie mitmachen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das braucht einfach nur 2, 3, 5 Jahre. Ich meine, wir haben auch ein paar hundert Jahre beim Laufen Vorsprung, dass wir es machen dürfen. Ihr habt ja gerade vorgestern zum Marathonlaufen angefangen erst. Also offiziell. Ich glaube, Frauen haben sich schon immer mindestens genauso viel die Haxen wund gerannt wie Männer, Scherz. Ja, also. Ja, das schon, aber ohne Stoppuhr. Das heißt ja nicht, dass der Trainingseffekt nicht trotzdem da war. Das ist wohl wahr. Weswegen das umso stärker zu fördern ist, weil ich glaube, gerade so in der Alltagsbewegung sind Frauen ja viel krasser unterwegs. Ja, teilweise also schon. Gerade dort, wo Bildung das ein hohes Gut ist, also so, geh mal Wasser holen, hier, 3 Stunden diese Richtung. Das ist ja eher so Frauenarbeit, unter Anführungszeichen. Und dann ist Bildung halt eher sekundär. Also das ist ein ganz anderes Fass, das wir da aufmachen können. Wie viele Stunden hast du noch Zeit? Naja, also wir kümmern uns jedenfalls um den Frauenanteil im Triathlon. Ich hoffe aber, dass es im Ultralauf auch nachzieht. Das wäre sehr wünschenswert. Gibt's da eigentlich schon Veranstalter, die auf den Zug aufgesprungen sind? Also es sind nicht nur ihr selbst als Veranstalter, sondern die gesagt haben, hey, wir haben mitgekriegt, ihr seid sehr aktive Frauen-Triathlon-Community. Wollt ihr nicht mit uns zusammenarbeiten? Ja, also die Triathlons sind da, also die Veranstalter sind da eigentlich sehr, sehr offen. Also wir haben sowieso quasi unseren Haus- und Hof-Triathlon in Bergwitz, weil die Nathalie da quasi im Orga-Komitee ist. Da haben wir eine komplett eigene Fräuleinswelle, also quasi eine Startwelle, die nur aus Fräulein-Triathlon besteht. Es war dann sehr pink. Die rosa Welle. Sehr pink, ja, es war richtig, richtig cool. Aber wir haben zum Beispiel auch beim Berlin-Triathlon hatten wir eine Stadtwelle, die dann Fräulein-Triathlon-Stadtwelle hieß und so. Also ja, nee, die Veranstalter sind da generell wirklich, die haben da Bock drauf, weil die wünschen sich auch mehr Frauen. Also ich glaube, ich habe jetzt noch keinen Veranstalter getroffen, der gesagt hat, ich mag eigentlich gar nicht so viele Frauen am Start haben, sondern die sehen das schon auch alle, dass es eine coole Sache wäre und sind ja meistens auch einfach auf der Suche nach Ansätzen. Und wenn wir dann halt eh schon eine Community mitbringen und da auch ein bisschen Stimmung machen vor Ort, es geht ja auch ganz viel um Support und dass da mal jemand steht und mal ein bisschen Spaß hat und so. Und da rennt man größtenteils offene Türen ein. Also da kommt eigentlich nur positives Feedback.
Und wie ist es mit den Medien? Also, weil das ist ja was man leider in dem Zusammenhang oft mitkriegt und was wir auch mit der Joanna Hiemer zum Beispiel mitbekommen haben, war bei manchen Wettkämpfen war einfach, dass Männerrennen halt im Fokus steht und entweder wird das Frauenrennen gar nicht erwähnt oder im Nebensatz oder so irgendwie. Also schauen die dann auch, dass das medial ein bisschen mitkommt und man sagt, hey, Männer, Frauen, gleiche Berichterstattung hier? Oder ist da noch Aufholbedarf? Das ist eher so ein Profi-Thema. Also in Kona war es ja jetzt so, dass sie dieses Jahr das erste Mal das Männer- und das Frauenrennen getrennt haben, was eigentlich irgendwie ein bisschen Panne ist. Aber, das war komisch. Aber es hat sich gezeigt, dass die Frauen dann dadurch natürlich viel mehr Coverage bekommen haben, weil du halt eine komplette Übertragung nur für die Frauen hattest. Und vorher war es ja schon immer so, dass sie dann einfach von der Frauenspitze, die haben sie dann auch manchmal vergessen, so ein bisschen, wenn es dann vorne bei den Männern spannend war, was ja ein Stück weit auch verständlich ist. Also das hat jetzt, glaube ich, schon mehr Aufmerksamkeit gebracht. Aber Hat das wirklich was gebracht? Ich habe es nur so am Rande verfolgt und naja, habe mir gedacht, so, in der Triathlon-Bubble schon, komisch. Ja, außerhalb, keine Ahnung, aber dafür ist Triathlon ja dann auch eine Nischensportart, also das ist dann genauso wie Trailrunning, das finde ich immer schwer zu beurteilen, also da sind wir ja schon einfach in einer krassen Bubble drin. Ja, na, aber ich glaube, dass das sollte auch noch mehr in den Fokus geraten. Also da muss ich sagen, bei dem einen oder anderen Marathon habe ich das mittlerweile schon sehr löblich gefunden, dass sie wirklich gesagt haben, okay, man nimmt die Männerspitze auf der einen Seite, weil die halt, sie sind halt schneller, hilft ja nichts, aber sie haben wirklich Bild im Bild quasi, oder na, nicht Bild im Bild, sondern nebeneinander, also in der Konferenzschaltung quasi, immer auch die Frauenspitze gezeigt und haben halt versucht, beides zu kommentieren. Ja. Und das habe ich dann schon ganz geil gefunden und nicht so, ja, Männer sind durch und während das Männerinterview, Siegerinterview, so, ja, die erste Frau ist auch ins Ziel gekommen. Toll. Was ich auch schon miterlebt habe und mir dachte, okay, das war eher scheiße. Ich hab mal so einen regionalen Marathon gewonnen, also gesamt gewonnen und habe als Hauptpreis eine Körperwaage bekommen. Das fand ich eigentlich dann schon krass. Ich dachte, okay, gerade einen Marathon gewonnen. Danke, dass ihr mir eine Waage schenkt. Das ist ja, glaube ich, das Kurioseste, was ich so in solchen Sachen erlebt habe. Dann lade ich dich herzlich ein. Lauf mit beim Wien rund um und dumm. Wenn du den gewinnst, kriegst du Brot. Brot? Ja, das kann man ja wenigstens essen. Ein großes Brot. Da brauchst du auch deinen Fanclub dazu. Bitte schön, eine Waage. Und eine Freundin hat uns immer gesagt, sie hat einen Preis gewonnen, hat sie in den Keller stellen müssen, weil sie hat Angst gehabt vor dem Pokal, weil er so hässlich war. Ja, das auch, aber der hat ja emotionalen Wert quasi. Nein, also ich glaube tatsächlich, dass die Veranstalter, dass die allermeisten sich schon bemühen, die sind vielleicht manchmal ein bisschen unbeholfen und auch manchmal ein bisschen peinlich, aber in der Regel, ich glaube, die Veranstalter sind nicht das Problem. Die wollen ja am Ende auch einen guten Wettkampf und eine gute Veranstaltung und ich glaube, denen muss man da ab und zu mal auf die Sprünge helfen, aber die bemühen sich schon. Also ich glaube, die haben schon verstanden, dass das Thema existiert. Ja. Frauen, die gab es ja auch noch. Stimmt. Frauen sich. Herrje, was machen wir mit denen? Die sind ja ganz neu hier. Naja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe meine virtuelle Fragenliste abgearbeitet. Die war jetzt nicht besonders lang, weil wir sind auch drei oder viermal ganz, ganz, ganz wild abgebogen. Ach nee, wirklich? Habe ich gar nicht gemerkt. Und ich habe den kompletten Themenkomplex Corona weggelassen. Ja, das ist auch okay. Ich glaube, darüber muss man auch nicht die ganze Zeit reden. Na, das war jetzt da. Es ist erstmal wieder. War jetzt nur so ein semi-spannendes Kapitel in unser aller Leben. Das darf jetzt wieder gut sein. Ja. ich sage allerherzlichsten Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viel erzählt hast. Und freue mich, wenn wir uns irgendwann einmal vielleicht beim Rennsteiglauf sehen oder auf ein Brot beim Wien rund um und um oder. Keine Ahnung, in Innsbruck. Ihr könntet ja so eine Fahrgemeinschaft machen, so eine österreichische Richtung Rennsteig. Ja, ökologisch freundlich, so, dann macht auch mehr Spaß. Ja, wobei, da kommt man auch schnell mit dem Zug hin, oder? Ja, den Rest gehst dann einfach zu Fuß.
Als Ultraläufer. Als ja auch Jubiläum nächstes Jahr, also rundes Jubiläum quasi. Nächstes Jahr, also 23. Ja, nächstes Jahr ist 23. Jetzt haben wir noch 22. Ja, okay, ja. Das ist mit dem nächsten Jahr ist immer so um die Jahreswende immer schwierig. Also bitte, wir haben den 14. November, es ist noch nicht Weihnachten. So, jetzt haben alle auch das Aufnahmedatum. Perfekt. Ja, schneid's halt raus. Nächstes Jahr. Viele Menschen planen immer sehr weit vor, deswegen. Also 23 ist das Jubiläum vom Rennsteiglauf. Das 40-Jährige, hast du gesagt, oder? 30-Jährige? Ich glaube 50, aber jetzt bin ich selbst. Eieiei. 73 ist er. Das sind 50 Jahre, ja? 50, genau. Also schon echt ein rundes Jubiläum. Das ist wohl wahr. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, liebe alle, dann schnell mal anmelden. Die Anmeldung ist offen. Ja. Ja, die Anmeldung ist offen und ich habe keine Ahnung, wie krass es da ist mit der Teilnehmerobergrenze. Also der Supermarathon war meines Wissens nach noch nie ausverkauft. Da kannst du dich im Zweifelsfall auch noch am Morgen ab um 5, der Start ist um 6 anmelden. Ist ein bisschen nervenaufreibend, aber der Halbmarathon zum Beispiel, der ist immer sehr schnell weg. Also der ist irgendwann ausgebucht und der Marathon kann schon auch mal voll werden. Die lange Distanz. Okay, das ist gut zu wissen, weil es gibt ja so Sachen wie, weiß ich nicht, den Eiger, der, weiß ich nicht, 7 Minuten nach Öffnung schon wieder fertig ist. So krass ist es am Rennsteig nicht, aber die freuen sich schon auch, wenn die Buchungszahlen nach oben gehen. Aber ich denke, beim 50. wird das auch nicht das Thema. Ich denke, da werden viele Leute am Start sein. Das wird eher so. Vor allem ist es für den Veranstalter nett, weil das ist Planungssicherheit. Ja, absolut. Gut. Ja, aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir da was zusammen. Also ich würde mich ganz arg freuen. Ich bin da. Perfekt. Na dann. Ich werde mich auch bemühen, diesmal niemanden im Ziel zu übersehen, wie mir damals vorgeworfen wurde. Gunther wird dich daran erinnern. Na gut, na dann sage ich herzlichen Dank. Ich hoffe, alle haben dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt, wenn sie sich vorher noch nicht gekannt haben. Und sie wissen jetzt auch, wo sie dich treffen im Mai. Genau. Beim Rennsteiglauf. Unter anderem dort. Hat Spaß gemacht. Super. Schöne Grüße nach Österreich. Vielen Dank. Danke. Und bis denn dann. Ciao. Tschüss.